we know as the world last leaves. Not so far away from the big one road. Go in place. Come inside, you will feel at home. Nothing, just a place full of beer with foam. You will surely find many loved and smiles. Friendly place. Oh, friendly place. At the time of another rising beer, where you will find so many hearts living here. At the time. Einen wunderschönen guten Abend. Endlich ist mal wieder Linio-Zeit. Ich begrüße euch recht herzlich zum, Achtung, 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 Nummer 1 Hashtag auf Twitter heute den ganzen Tag zu Anthem oder wie auch immer man das ausspricht. Ich sag einfach mal Hymne, weil das ist für Deutsche leichter auszusprechen. Weil Anthem bedeutet nichts anderes als Hymne und wie ich ja schon in der Ankündigung geschrieben habe, es ist tatsächlich sowas ähnliches, wie ihr es aus Star Wars kennt mit der Macht. So, Problem heute, Sound. Und zwar gibt es von meiner Broadcast-Software leider wieder eine neue Version, die jetzt einiges anderes macht, anders macht als bislang bezüglich des Sounds. So, deswegen musste ich jetzt ad hoc on the fly ganz schnell den Sound ein bisschen umstellen. Das Dumme ist, ich höre jetzt nichts. Ihr müsst mir also, wenn ihr so nett wärt und zuhört, mir gerade mal schreiben, ob ihr mich hört und ob ihr den Vorspann gehört habt. Das würde mich sehr interessieren. Irgendwo auf Discord, Telegram, weiß der Geier wo. Das wäre gut, weil in der Zwischenzeit gucke ich hier noch was. Ich hatte zwar gestern schon mal Wodan schreibt, ich höre dich und Vorspann auch. Wunderbar, danke Wodan, prima. Das ist gut, weil ich habe es nicht gehört. Das Problem ist, ich kann es so machen, dass ich es höre, bloß dann höre ich mich auch selbst und das will ich nicht. Ah, denn Jan sagt auch, Ton kommt wunderbar, dankeschön. So, jetzt will ich gerade bloß noch eins gucken und dann können wir gleich auch schon in Medias Res gehen. Und zwar will ich schauen, ob das hier auch ordentlich gespeichert wird. Kleine Sekunde, bin gleich wieder bei euch. Ach, zwischenzeitlich, Prost! Bierchen trinken. So, da haben wir Videos. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Hallo? War doch vorhin auf J. Bin ich denn blöd? Ja. Nein, ich will keine Antwort darauf. Was sagt denn die Sache? Wieder super Vorbereitung. Ich meine, okay, das kommt davon. Wir hatten, glaube ich, die letzte Übertragung vor 3 Monaten gehabt. Das ist also schon ein paar Tacken her. Und da muss natürlich wieder alles neu eingestellt werden. Weil irgendwelche Updates dazwischen kamen. Oh, und natürlich hier Kack Windows, ne? Ändert natürlich auch mit jedem halbgroßen Update die. Die Namen von den Soundgeräten, was natürlich total toll ist. So, da haben wir es. Jetzt habe ich es gefunden. Da ist es hervorragend. Okay, dann habe ich alles zusammen. So, dann werde ich jetzt den Ton von Anthem mal hochfahren. Und dann hätte ich gerne wieder ein Feedback von euch, ob ihr das hören könnt. So. Ich setze hier mal auf 100%. Auch wenn wir dann hier ein bisschen die Ohren wegfliegen. Moment, ein bisschen, für mich ein bisschen leiser machen. Kann ich nicht. Kacke. Ich hasse das. So, könnt ihr den Spielton hören? Thank you.
Also im Moment kommt da nur Musik, so sphärische Musik. So, hört sich so ähnlich an wie Dragon Age hat eine sehr, sehr ähnliche Musik. Ich weiß nicht, vielleicht sogar der gleiche Autor, oder? Kann man gerade gucken? Schachner heißt die gute Frau, glaube ich, die Musik geschrieben hat. Ah, Spielton hört man, wunderbar. Ist auch das Verhältnis von Spielton zu mir einigermaßen okay? Also ich meine, nicht, dass irgendwie das Spiel zu laut oder zu leise ist. So, genau. Sarah Schachner hat den Soundtrack zu Anthem geschrieben. Ah ja, ist okay, sagt er wohl dann. Wunderbar, dankeschön. So, die Frau Schachner, hat die auch Dragon Age geschrieben, den Song? Das wird mich jetzt mal interessieren. Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition Soundtrack, EA Games Soundtrack. Wer hat denn die Musik gemacht? Zu Dragon Age. Weil die ist wirklich sehr, sehr ähnlich, also auffallend ähnlich. Gut, kann natürlich auch sein, dass die Vorlagen waren. Trevor Morris hat die Musik zu Dragon Age geschrieben. Okay. Oder wie auch immer. Was jetzt total lustig ist, angeblich streame ich auf YouTube nicht. Egal. Das ist ja lustig. Ach, alles Kacke hier da. Was soll das? Nö. Nee. Hier fährt. Ja, wo dann, ich weiß, dass du lieber auf Twitch guckst, das ist mir klar, aber ich hätte es ja auch gerne auf YouTube, weil eigentlich ist das ja schön mit YouTube, dass das Ganze archiviert, aber hier steht immer noch Warten auf Linio. Anstehende Livestreams. Das Geile ist ja, da steht live, aber irgendwie. Nicht. Egal, zur Not lade ich es nachher hoch. Dann gucken wir es halt auf Twitch. Ach, der Skeltoras auf Twitch. Hi, moin, grüß dich. Lang nicht mehr von dir gehört. So, gut, dann gehen wir endlich mal in Medias Res. Es geht los, geht los, geht los. Und zwar als allererstes möchte ich euch erstmal ganz besinnlich mit der Vorgeschichte konfrontieren. Ich werde natürlich heute ein paar Spoiler machen. Ich werde natürlich versuchen, nicht so viel zu spoilern. Eins vorweg, ihr habt mit Sicherheit, wenn euch Anthem interessiert, auch schon ein bisschen die Kritiken gelesen. Es ist heute lustigerweise von der einen Hälfte der Medienlandschaft verrissen worden. Also da sind wirklich Kritiken, die runtergegangen sind bis zu 55%. Ich habe gedacht, ich pack's nicht mehr. Wo du dann richtig gesehen hast, wie die sich drauf eingeschossen haben. Also 55% hat es nicht. Es hat auch im Moment keine 95%. Das muss man auch ehrlich sagen. Ja, da bin ich auch ehrlich und objektiv. Aber 55% ist so, dass wir wollen es zerreißen. Ob die 55% gerechtfertigt sind, das versuche ich euch jetzt gleich mal ein bisschen zu zeigen. Aber damit fangen wir an. Erstmal die Vorgeschichte. Und zwar erstelle ich jetzt einfach mal einen neuen Piloten für euch. Das ist nicht grundsätzlich, also man kann bis zu 3 Piloten erstellen, ist aber grundsätzlich nicht nötig. Also Twinken ist nicht nötig, da man keine Unterschiede hat. Also es sei denn, man will halt nochmal die Story durchspielen. Ansonsten werden die Klassen des Spielers, also die Sachen, was man verändern kann und so weiter, das sind die einzelnen Anzüge und die kann man aus und wieder anziehen. Also von daher reicht völlig eine Spielfigur. Ich lege aber jetzt eine zweite für euch an, um euch die Vorgeschichte zu zeigen. Wie gesagt, ich mache heute ein paar Spoiler, aber ich gucke, dass es nicht allzu viele werden. So, dann sagen wir mal, neuer Pilot. So, hier oben seht ihr meinen Kang. 18 Stunden Spielzeit, das ist ja auch gelogen. Das ist ja irgendwie, das ist ja völlig gelogen, weil Origin sagt, ich hätte da schon 41 Stunden Spielzeit. Egal. So, sagen wir hier mal neue Pilot und dann lassen wir mal. Moment. Da hat es mich gerade zerrissen. So, dann lassen wir mal die Vorgeschichte und das Tutorial ablaufen. Und ich melde mich dann wieder, sobald
es wieder interaktiv wird, aber erstmal glaube ich, kommt nur Geschichte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ach ja, wie ihr schon hört, das Spiel mag Bass. Also, wenn ihr das Spiel spielen wollt, schön den Subwoofer aufdrehen und wumm. Na, verbinde mit Online-Services. Heute ist Tag 1, also seit einer Woche gibt es das schon im Verbindungsproblem. Ei, fängt ja gut an. Anthem ist aktuell nicht verfügbar. Eieieiei. Geschätzte verbleibende Zeit, 8 Sekunden. Okay, gucken wir mal. Das fängt ja gut an. Gut, erster Tag heute. Bislang lief der Launch eigentlich, was ich gelesen habe, relativ butterweich. Und ich habe auch heute Nacht ja noch gespielt, als es um 0 Uhr released wurde. Da war ich sowieso gerade im Spiel gewesen. Da lief es butterweich. Und eigentlich den Tag über heute, also selbst die, die es mit 55% verrissen haben, haben gesagt, läuft. Ja, was will ich jetzt hier? Nein, ich will Anthem nicht verlassen. Bestätigen und weiter. Jetzt kann ich Leertaste drücken. Suche nach Server läuft. Okay. Dann probieren wir das nochmal. Verbindungsproblem. Der Server wurde heruntergefahren. Ei, das fängt ja schon mal gut an. Haben wir gerade Primetime, hä? Ah, schenken wir uns doch noch ein Bierchen ein. Ja, bestätigen und weiter, kenne ich schon. Habe ich denn den richtigen? Ist es jetzt? Der ist aktiv. Ja, genau, Wodan. Ich mache die Server kaputt. Ich mache alles kaputt. So. Probieren wir nochmal mit dem Einloggen. So. Bis gestern hat Anthem auch noch eine SSD gemocht, aber es kam schon der Day-One-Patch. Und dieser Day-One-Patch hat also immens die Ladegeschwindigkeit gesteigert. Ich habe es jetzt auf einer SSD. Also die Ladegeschwindigkeiten, die ihr hier seht, sind jetzt von der SSD. Aber auch von einer Harddisk, habe ich die Berichte gelesen von den Spielern, soll es mittlerweile absolut erträglich sein. So, mal gucken. Na, kommt jetzt was, kommt jetzt was. Außer Verbindungsprobleme. Ah, scheint loszugehen. Viel Spaß. Wir leben in einer gefährlichen Welt. Die Götter, die sie schufen, sind fort. Sie hinterließen Geräte, die unsere Welt ziellos neu formen. Diesen alten Relikten liegt eine rätselhafte Kraft in, die Hymne der Schöpfung. Doch die Hymne lässt sich nicht kontrollieren. Um zu überleben, erfanden unsere Ahnen die Javelins und errichteten feste Mauern. Heute obliegt es einer Gruppe aufopfernder Helden, sich dem Chaos zu stellen und für unser Überleben zu kämpfen. Wir sind Freelancer. Wir stürzen uns in die Gefahr, retten die Verlorenen, bezwingen Monster und dämmen die schrecklichen Cataclysms der Hymne ein. Doch nicht alle Cataclysms sind gleich. Und selbst Freelancer fürchten sich vor der unbändigen Macht der Hymne. Wir sind da! Nee, er kommt die Läufer nicht dran. Stimmt. Dann müssen wir wohl fliegen. Perle, hast du gehört? Ja. An alle Teams. Krypta an die Verstärker. Los geht's. Freelancer, wir sind noch weit entfernt vom Kenotaph und der Sturm ist schlimmer als angenommen. Okay, näher kommen wir nicht an das Zentrum, ohne dass der Läufer in Stücke gerissen wird. Los geht's, Freelancer. Anzüge an.
Wie verrückt wird die Sache? Keine Ahnung. Hab noch nie so einen großen Kataklysm gesehen. Wow. Langsam, Faye. Ohne unseren Krypta überlebt das keiner von uns. Passt auf euch auf da draußen. Denkt dran, wir sind ein Team. Ich bin direkt bei dir. Okay, Freelancer. Du bist vielleicht neu, aber du wärst nicht hier, wenn du es nicht drauf hättest. Hey, Herlock, was ist? Wartet ihr, bis alles vorbei ist? Los! Ah, ich dachte, du brauchst einen Vorsprung. Okay, wir sehen uns dann beim Kenotaph. Okay, Leute. Verhindern wir, dass dieser Kataklysm weiter wächst und alles tötet. Ich weiß es nicht, Halleck. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Passt mal auf. Ich wäre nicht hier, wenn ich Angst vor diesem Sturm hätte, klar? Das Herz des Zorns ist nichts anderes als eine weitere Gestalterruine. Es ist nur größer. Das ist unser Job. Also gehen wir rein und nehmen es mit den Gruselkreaturen auf, die es uns entgegenspuckt. Und zähmen das Ding zusammen. Auf geht's! Ja! Bereit, Javelin 1? Bereit. Allein stark, gemeinsam stärker. So, haha, jetzt bin ich wieder da. Jetzt kommt die erste Interaktion. Man kann sich als allererstes bestimmen, ob man eine weibliche oder männliche Stimme haben will. Das Ganze ist komplett vertont. Man hört also auch seine eigene Stimme. Ich will natürlich eine männliche Stimme haben. Faye? Faye, kannst du mich hören? Einwandfrei. Das war ein übler Sturz. Wie geht's dir? Erinnerst du dich an die Mission? Ich glaube schon. Wo bin ich? Du bist in einem Kataklysm, einem starken Sturm, das Herz des Zorns. Du musst ihn in seinem Mittelpunkt beruhigen, indem du den Kenotaph einsetzt. Okay. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja, die Anzüge sehen super geil aus, Geltoras. Das ist wirklich krass. Also, so, Möglichkeiten, wie man ihn auch selbst gestalten und individualisieren kann, aber das zeige ich nachher noch. Also, sie sind wirklich cool, die Anzüge. Vor allem ist es wieder mal eine Geschichte, was eigentlich viel zu selten vorkommt. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch super unlogisch. Normalerweise bei allen möglichen anderen Shootern, ich laufe da durch die Level, kille hunderte von Leuten und so weiter, aber es gibt eigentlich keinen Grund, weil die haben genau die gleichen Knarren wie ich. Warum sollte ich hunderte von Peoples killen können, aber die anderen mich nicht großartig? Und durch die Anzüge allein von der Immersion her, von der Geschichte her, macht es tatsächlich Sinn, dass ich hier wirklich im Diablo-Style, also es ist wirklich, ihr werdet das sehen, im Diablo-Style macht man hier einen Hack-and-Slash durch die Feinde. Das macht wirklich unglaublich viel Spaß. Aber halt. Dein Anzug ist immer noch kritisch. Schnapp dir einfach mal einen Tuchel, wenn du kannst. Fresse. Was wollte ich jetzt sagen? Durch die Anzüge wird es halt einfach auch logisch gemacht, warum man so stark ist gegenüber diesen 100 oder 200 Feinden, die da auf einen zukommen. So, dann spielen wir mal das Tutorial durch. So, ganz normale WASD-Steuerung, wie ihr es kennt, ne? Hüpfen. Na? Du hast einen ziemlichen Anstieg vor dir, um aufzuschließen. Halleck? Ja? Er ist auf den Beinen und unterwegs zu euch. Wie sieht es aus bei dir? Voraussichtliche Ankunftszeit? Keine Ahnung. Hey? Nicht mehr weit, nur noch... Oh, nein. Entschuldigung, kann nicht reden. Gleich wieder da. Was ist los? Ich brauche
Jetzt hast du wenigstens Teilantrieb. Mein ganzes Team ist erledigt, außer mir. Mein Krypta ist noch am Leben. Also das Streaming sagt mir gerade, ich sehe da, das ruckelt ganz schön auf meiner Broadcast-Software. Allerdings, sobald ich reinklicke, ist es wieder in Ordnung. Hello! Hi, der Marcel! Hi, der Marcel! Hörst du mich? Ich höre hier ordentliches Echo. Oh. Ja, das ist echt ein Problem mit dem Echo. Die haben bei der Broadcast-Software haben sie einiges an den Sounds geändert. Und okay. Ich hatte eben schon einen ziemlichen Kampf gehabt, das überhaupt einigermaßen hinzukriegen. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, wo das Echo herkommt. Okay, Wodan sagt gerade, im Spiel ruckelt's nicht. Alles klar. Okay. So, warte mal. Ich guck mal, ob ich jetzt auch für dich den Bildschirm frei machen kann. Moment, du bist über Nina drin, ne? Ja, genau, weil ich sitze am Laptop. Alles klar. Okay. Wenn ich jetzt hier Chat öffnen sage, Video. So, dann siehst du mich. Video! Ja, klar. Bildschirm übertragen, aktivieren, Anthem streamen. So, siehst du was? Ja, ich sehe, locker. Sehr schön. Du hast bislang nur den Vorspann verpasst. Ja, immerhin. Ja. So, also kurzer Hintergrund. Wir sind hier im Herzen des Zorns. Das ist ein Mensch, der da drin steckt, der gerade ein neuer Freelancer ist. Und die Freelancer beschützen die Welt. Eigentlich mehr weiß man noch nicht. Also ich spiele jetzt gerade mal das Tutorial durch, um das zu zeigen, halt wie, was, wo, wann, ne? Und was ich auch also schon hier gesagt habe. Ja? Sich. Ja. Was? Also in Discord ruckelt es sich einen. Discord ruckelt? Für ihn besser. Ja, Discord ruckelt und die abgehakt. Oh, okay. Vielleicht ist das einfach auch too much. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich lasse es mal offen. Ich hatte es eben klein gemacht. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht besser wird. Also jetzt sieht gut aus. Ja, jetzt. Ich lebe mein Spiel jetzt gerade dreimal auf dem Bildschirm. No, why not? Ja, gut, wenn solange es funktioniert und das alles in Ordnung ist, okay. Also ich laufe hier erstmal nur rum. Das ist gerade das Tutorial, wo man hier das übliche, ne? Man kriegt gezeigt, WASD und so weiter, ne? Mit Maus umgucken, fertig aus Peng. Nein, Bruder, ich mach nichts kaputt. Oh, ich bin außerhalb vom Missionsgebiet. Oh, dann werde ich zurückgeportet. Gut, das ist jetzt nichts Schlimmes. Wo geht's denn lang? Ah ja. Bruder sagt, es ruckelt in-game. Warte mal, dann mach mal YouTube aus, weil YouTube habe ich eh den Eindruck, funktioniert eh nicht. Und dann lade ich das nachher auf YouTube hoch. So, mach mal YouTube aus. Guckt eh keiner zu. Yes. So. Ich sag mal Prost. Jo, Prost, wenn ich sei der Host. So. Also, ich habe jetzt mal YouTube gekappt. Jetzt gibt es uns im Moment nur auf Switch. Auf Twitch. Macht nichts. So, weiter geht's. Modern, sag mal, ob es jetzt okay ist mit dem Ruckeln. Oder Skeldoras oder Jan oder wer auch immer alles zuguckt. So, hier kann man jetzt einen Doppelsprung machen. Dann kommt man da hoch.
Seine Lancer fliegen also blind? Vergiss das, Helic. Hier ist ein Titan. Hier ist ein Keller. Kühlkopf bewahren. Mach schnell, Heuschlamme. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Ich bin unterwegs. Dranbleiben, Leute. Ah, es wird okay. Gut. Hey. Ja, auch Discord ist jetzt flüssig und dein Ton ist flüssig. Alles gut. Sehr schön. So. Habe ich schon erwähnt, dass dieses Spiel nach einem Subwoofer schreit? Also bei dem Spiel glaube ich, der Subwoofer lässt sich einstellen mit Alt F4. Was? Ich glaube, bei dem Spiel lässt sich der Subwoofer einschalten mit Alt F4. Den kapiere ich nicht. Also Alt F4 kapiere ich natürlich, aber... Du kennst Alt F4 nicht? Ja, natürlich kenne ich Alt F4, aber ich verstehe den Witz gerade nicht. Alt F4 schließt ja, das Spiel. Ja, weil ich halt Anthem super finde. Total toll. Ich bin begeistert. Ich habe die ganze Woche feuchtes Höschen gehabt und mich drauf gefreut. Ja, ich weiß. Trotzdem spiele ich Anthem. Mies mal rein. Trotzdem ist es geil. Ich hab vorhin Kakala Loop gespielt. Jetzt bin ich natürlich aus dem Missionsgebiet. Eieiei, ich weiß nicht. Das kommt davon, wenn ich mit dir rede. So, wo geht's lang? Da geht's lang. So, probieren wir das nochmal. Wo muss ich denn hin? Dahin. Da geht's hoch. Ach, siehst du, was ich gerade gelesen habe? Drücke Ctrl links, um auszuweichen. Habe ich noch gar nicht benutzt. Und ich habe das Spiel, also wie du ja schon weißt, hey, Miller, ich hab deinen Zitat den Abspann gesehen. Dieser Cataclysm erschafft sie massenweise. Hey, bist du noch da? Ja, da sind Freelancer außer Gefecht voraus. Sie senden Notsignale aus. Das sind die von Läufer 2. Ihre Javelins müssen repariert werden. Bring sie in Bewegung. So, also ich muss jetzt hier die anderen Freelancer reparieren, damit die mit eingreifen können. Hey, wie geht es dir? Sag du mir das. Alles düster. Muss wieder raus da. Hey, ich bin außer Gefecht. Kannst du mich sehen? Ich hab dich, Freelancer. Wir schaffen es nicht zum Kinotaf. Was? Oder wo sollen denn die paar Bier zu viel herkommen? Ich hab den Kontakt zu meinem Krypter verloren. Weißt du, was lustig ist, King? Hä? Charlotte und Nina flippern gerade. Warte mal, wer gewinnt. Charlotte? Ja. So, den muss ich noch retten. So. Halt durch! Dein Krypter ist im Koma. Zum Läufer. Ich habe mich um alle drei Freelancer gekümmert. Und jetzt? Kämpf dich weiter zu deinem Team vor. Wie lang? Welche Richtung? Ich habe oben auf der Brücke einen Titan. Lass ihn dort. Kannst du zwischendurch sprechen oder lenkt dich das zu sehr ab? Ja, ich will vor allem auch. Also es lenkt mich zum einen ein bisschen ab. Zum anderen will ich natürlich auch, dass die Leute draußen mitkriegen, die Vertonung. Sprich den Text dabei. Okay, dann nur eine kurze Frage. Hast du schon Yoshi's Woolly World oder wie darf ich deine Screenshots immer verstehen? Guck mal im Nintendo Shop. Es gibt eine Demo davon. Ah, eine Demo. Okay, ja. Gut. Danke und für den Tipp. Das wollte ich einfach nur wissen. Klar, okay. Klar. Und die ist süß. Die ist total süß. Die ist so süß. Ich muss das haben. Also ich habe heute gesehen, bei Check24 kannst du es bestellen. Und die haben, wenn du irgendwie die Android-App benutzt, und 10 Euro Gutschein bei Check24 und dann zahlst du 42 Euro dafür. Oh, das kannst du nichts sagen. Oh, ja. Tut mir leid. Das ganze Team von Läufer 3 ist weg. Fall zurück. Wir versuchen, ihn zu flankieren. Team von Läufer 4 ist im Rückzug. Wenn sie durchkommen, die Mission scheint zum Scheitern verurteilt. Wie weit zurück? Verdammt. Ich dreh durch! Dann geh aus dem Weg! Ich erledige das! Beeil dich! Wo bleibst du? Ich gebe mein Bestes! Ich schwör! Das ist alles nicht richtig! Alles ist aus! Komm zurück! Rückzug! Ich kann die Hülle der Schöpfung nicht
Sturm hören. Hey, müssen wir zurückfallen? Uns geht es gut. Wir beißen uns durch. Hab ich recht, Team? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Rückstapel, da bist du ja. Komm her. Faye befiehlt den Rückzug. Wir schaffen das. Ich bin fast da. Team, ihr müsst euch zurückziehen. Nicht gut. Er ist tot. Es tut mir leid. Dieses Ding wird erledigt. Los! Die Mission ist vorbei. Ich schaffe das. Sieh dir das an, Faye. Wir müssen den Kenotaph eindämmen. Bitte. Ich habe kaum noch die Kontrolle. Rückzug ist keine Option. Nicht jetzt. Wir haben den Wasser. Wir müssen hier raus. Nein, wir müssen weiter. Wir sind als Einzige übrig. Denk an Miller und Adair, all die anderen. Sei kein Feigling. Ich bin kein Feigling. Nein? Du willst weiter voran, bis ich tot bin? Bis wir beide tot sind? Wo kommt das auf einmal her? Geh an dir. Babe, wir kommen zurück. Auf, Herr. Wir ziehen uns zurück auf. Mehr. Du holst mich hier raus, du Grünschnabel. Beim Versuch, das Herz des Zorns einzudämmen, verloren wir mehr als nur Freelancer, Freunde und Kameraden. Wir verloren das Vertrauen der Menschen. Die Freelancer gingen fort, um sich woanders verdient zu machen. Die wenigen, die blieben, kämpften, suchten neue Verbündete. Sie versuchten, Menschen zu helfen, für die Freelancer keine Helden mehr waren. Das sind übrigens Klauninchen. Bin bei den Koordinaten. Großer Auftritt, wie immer. Danke für das Kompliment. Oh, nur nicht so bescheiden. Ich kenne keinen besseren Freelancer als dich. Ein Wunder, kaum wer von uns übrig. Das verliest nicht weit weg von hier. Leichter so. Auftrag bisher. Ups. Leicht hält dich am Leben. Jeden Monat Sensoren zu überprüfen, würde ich nicht unbedingt Leben nennen. Ah, reicht für Sandwiches. Das ist nicht gerade das Motto der Freelancer. Naja, bis die Freelancer wieder auf den Beinen sind, können wir bestens wunderschöne Aussicht genießen. Herumzufliegen ist sogar noch toller. Jetzt bin ich neidisch, weil ich hier im Forum hocken muss. So. Also, das war die... Ja gut, jetzt kommt erstmal die erste Mission, die eigentliche, nach dem Tutorial, um dann in den Hub zu kommen. Also, der Kerl war also dabei bei so einem Cataclysm, wo irgendwelche Titanen gekommen sind. Die Titanen kommen irgendwie aus der Hymne und alles drum dran und nichts Genaues weiß man. Also grundsätzlich ist es eine ähnliche Fantasy-Welt wie, ich sag mal, bei Star Wars. Wie gesagt, halt mit der Hymne statt der Macht im Hintergrund. Nur haben die Shaper, werden sie genannt, die alten Götter quasi, die die Welt erschaffen haben, haben diverse Konstrukte, Maschinen dagelassen, mit denen sie die Hymne quasi benutzen konnten, sie formen konnten. Bloß diese Shaper haben sich dann verpisst, diese Artefakte sind noch da und jetzt buhlen irgendwelche tausenden von Fraktionen, die ich euch jetzt nicht alle erzähle, um diese Artefakte. Diese Artefakte machen aber auch noch gleichzeitig irgendwelche bösen Sachen, zum Beispiel eben diese besagten Kataklysms, wie eben, dass dann Titanen kommen und so weiter. Deswegen ist die Welt um uns herum
sehr, sehr gefährlich, weswegen man eben diese Leute mit den Javelins hat, eben die Freelancer, um die Leute in der Wildnis zu beschützen, zu retten, Aufgaben auszuführen, wie auch immer. Letztendlich sind die Freelancer also zu dem Zeitpunkt, wo man in das Spiel einsteigt, ja, Tagelöhner, so eine Söldnergruppe, jetzt kein Militär oder sowas, sondern die hangeln sich von Auftrag zu Auftrag halt, um sich was zu essen zu holen. Dem Javelin-Piloten, also Javelin heißen diese Kampfanzüge, dem Javelin-Piloten steht dabei meistens noch ein Krypter zur Verfügung, das ist quasi so ein Co-Pilot, das ist ein Telepath quasi, der in der sicheren Festung ist und den Javelin-Piloten unterstützt dabei. Das ist eben dieser besagte Owen, den hatte ich ja auch erwähnt in der Ankündigung zur Sendung heute. So, ich mache jetzt mal diese Mission durch. Das sollte relativ schnell gehen. Wir müssen die Relais aktivieren. Gucken wir mal. So, Umschalt links, um zu fliegen. Yay! Und dann fliegen wir. Das ist wirklich geil gemacht. Das war in der Demo war das richtig kacke. Also das Fliegen war unbenutzbar. Das wirklich konntest es knicken mit dem Fliegen. Und das haben sie wirklich seit der Demo innerhalb von 2-3 Wochen richtig geil programmiert. Also Fliegen macht richtig Spaß jetzt. Es muss neu gestartet werden. So, den müssen wir neu starten, ne? Also damit müsste halt das Frühwarnsystem wieder funktionieren. Die üblichen Missionen, ne? Finde irgendwas, klicke irgendwas. Der erste ist ganz in der Nähe. Ah, nimm lieber ein paar Vorräte mit. Vorräte mitnehmen? Kann ich irgendwas klicken? Ach so, ja. Eine Schatzkiste öffnen. Schatzkisten öffnen. Ist immer gut. Gibt Items. Was ich natürlich jetzt auch merke, und nein, das ist keine Ausrede. ich habe ganz schön Input-Lag. Sprich, die Reaktion, wenn ich meine Maus bewege, bis es ins Spiel ankommt. Dadurch, dass ich jetzt das Spiel hier mittlerweile dreimal sehe, ist sehr verzögert. Aber wir kriegen das hin. So. Da ist der Sensor. So. Bleib in der Nähe, damit ich Gestalterenergie messen kann. Moment mal, da bewegt sich was. Sieht wie Skorpeltone aus. So. Die hauen wir da mal um, ha? Die Skorpeltone sind aufgewühlt. Dann sind sie das nicht. Hatten vermutlich schon länger keinen frischen Freelancer mehr zwischen den Weißern. Tja, heute haben sie Pech. Sag das denen mal. Halte durch, ich habe immer noch keine Daten. So, was sie da fallen lassen, diese grünen und roten Sachen, das ist Munition und Leben, falls man kaputt gehen sollte. Das ist jetzt halt das Übliche, man muss jetzt hier so lang, bis das durchgelaufen ist, an der Stelle bleiben. So, fertig. Was? Sie sind überwiegend normal. Überwiegend? Das ist ein Frühwarnsystem, wenn es etwas erfasst. Ja, keine Anzeichen für Gestalterenergie. Auf zum nächsten Sensor. Das war eben so ein Loot-Ding gewesen. Das ist also sprich, man läuft rüber, man sammelt es ein und man sieht quasi, und das finde ich irgendwo cool gemacht, weil man sieht letztendlich dann am Bildschirm nur, man hat einen gewöhnlichen Gegenstand eingesammelt, man hat einen ungewöhnlichen, einen raren Gegenstand, legendären Gegenstand, aber man sieht noch nicht was. Das sieht man erst dann, wenn die Mission zu Ende ist, weil dann werden die Gegenstände quasi ausgepackt und man sieht während der Mission nicht, was man gekriegt hat. Genau, seinen Anzug muss man nämlich auch abkühlen, denn man kann nicht unendlich fliegen. Also irgendwann überhitzt der Anzug und dann wird es zu heiß. Dann landet er, ob man will oder nicht. Ah, da kann man was sammeln. So. Also sind viele Pflanzen, die man hier sammeln kann. Die braucht man dann fürs Craften später, denn ja, es gibt ein Crafting. Es ist wirklich ein mit ganz vielen RPG-Elementen. Oh, und das Fliegen macht so einen Spaß. Du näherst dich dem nächsten Sensor. Überprüf das mal für mich, okay? So, da sind ganz viele Klauninchen. Die sind grundsätzlich harmlos. Aber total lustig programmiert, aber BioWare macht da
einige Gags draus. Es gibt da zum Beispiel diverse Radiosendungen dann im Vor, die man anhören kann. Es gibt Hörspiele mit Clowninchen und allem drum und dran. Also das ist richtig abgefahren. Das ist, ich sag mal, wie die Dodos in Ark. Erinnert ihr euch? Die Dodos, die eigentlich nichts können und dann irgendwelche Leute sind dann mit Dodo-Armeen gekommen und so. Und das sind die, also die Dodos von Ark, das sind die Clowninchen in diesem Spiel. So, dann interagieren wir mal mit dem. Warte dort, bis ich Messwerte habe. Da kommt bestimmt wieder was zum Abballern. Die sind heute aggressiv. Oh, und was ist hier los? Wieso hauen die Vögel alle ab? Ich arbeite dran. Ich habe Messwerte. Nicht gut. Mögliche Gestalterenergie entdeckt. Auf zum nächsten Sensor. Wir können das eingrenzen. Die Vögel hatten vielleicht die richtige Idee. So, da drüben geht's rein. So, geht's weiter? Owen, da. Wie schlimm könnte das hier werden? Du warst doch im Herz des Zorns, oder nicht? Keine gute Erinnerung. Siehst du die Ruinen? Man erzählt sich, dass ein Gestalterrelikt die Schwerkraft einen Tag lang umgekehrt hat. Naja, nicht solange ich Schicht habe. Der letzte Sensor ist in der Nähe. Von Wyvern umkreist. Ich sehe sie, diese Feuerspucker. Wir brauchen immer noch eine Messung. Gib mir kurz Zeit für eine Messung. Aufgepasst, du hast noch mehr Wyvern am Hals. Leute haben auch echt alle miese Laune. Das könnte ihr Brutgebiet sein. Halt durch! Ein bisschen Hitze hält dein Javelin aus. Kurz jedenfalls. Und dann? Das siehst du dann. Der Humor ist auch sehr gut. Warum können die Dinger fliegen und Feuer spucken? Das ist unfair! Ist halt die Brut von einem fiesen Gestalter belegt. Die Welt ist ein verrückter Zoo. Die Gestalter hatten jede Menge Tricks auf Lager. Hast du aber auch. Nutze dein gesamtes Arsenal. Hartnäckig sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ärgert man einen Wyvern, stirbt einer von beiden. Oder wird gegrillt. Oh Mist. Was? Die Gestalterenergie liegt außerhalb der Skala. Irgendwo hier ist ein instabiles Relikt. Ein ganz übles. Ich habe eine ungefähre Position. Schon dabei. So, weiter geht's. Du musst unter Wasser gehen. Oh, okay. Wasserdichte Versiegelung hält. Soll ich noch mehr Freelancer rufen? Keine Zeit. Wir können nicht riskieren, dass es schlimmer wird. Dann mal los. Gestalterruinen. Wir sind auf der richtigen Spur. Scheint, als müssten wir das mit Echos öffnen. Mit sowas hatte ich schon mal zu tun. Sieh dich nach schwebenden Lichtern um. Das sind die Echos. Schnapp sie dir und bring sie zur Tür. Dein Javelin kann drei gleichzeitig tragen. Das ist es. Ein Fragment der Hündenenergie ist auf Abwege geraten. Allmählich hast du den Dreh raus. Dein Anzug kann nur drei gleichzeitig tragen. Bring die hier zur Tür. So, bring mal hin. Ne, ihr seht doch, der Übergang zwischen Fliegen und Laufen ist also wirklich ganz großartig. Das ist total flüssig gemacht. Das Gunplay ist auch wunderbar. Also rein technisch haben sie alles richtig gemacht. Na. Eins brauche ich noch. Was ist denn? Ach, da oben. Das sollte reichen. Sehen wir mal, ob das die Tür öffnet. Erwähnt ihr schon, dass dieses Spiel im Bass liegt? Aha, es hat geklappt. Wir sind drin. Das ist selbst für eine Gestalterruine beeindruckend. Wozu dient das hier? Um einen Berg aufzufalten? Ein Meer auszuheben? Irgendeine neue Monstrosität ins Leben zu rufen? Es muss einen Grund für all das hier geben. Das ist das Rätsel unserer Welt. Und dieses erwacht gerade. Ich empfange starke Energie von weiter drinnen.
Kein Schimmer. Sieht schmerzhaft aus. Diese Ruine gibt's in keinen Aufzeichnungen. So, da muss man jetzt durch und sollte Vorsicht, nichts berühren. Wenn du viel davon kassierst, wirst du überladen. Na, passiert. Javelin ist überladen. Na, also ihr seht, es hat auch Jump-and-Run-Elemente. Ja! Und da runter geht's. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich versuche einen Neustart. Halt durch! Oh, gut. Ist nur Wasser. Owen! Kontrolle wiederhergestellt. Du bist wieder im Spiel. Da oben ist das Relikt. Ganz schön groß. Du musst es eindämmen. Wo fange ich an? Einige Echos haben sich gelöst. Finde sie und bring sie wieder an ihren Platz. Na, das kennen wir schon von eben. Ich hab halt. Du weißt, wie es läuft. Du brauchst noch mehr. Ah, komm her. Was macht das Relikt? Kann ich nicht sagen, aber die Energieansammlung wächst. Etwas bildet sich da drin. Und was genau? Alles ist möglich. Sieh dir die Wasserfälle an. Sie fließen rückwärts. Ah, das haben wir nicht. Oder habe ich's? Na, erstmal abgeben. Es funktioniert. Hol weiter Echos ran und wir bringen die Energieblase zum Platzen. Stell dir nur vor, die Hymne wird hier drin nutzbar gemacht. Pure Schöpfung. Die Erschaffung von etwas völlig Neuem. Neu und gefährlich. Daran sind die Gestalter schuld. Es ist trotzdem umwerfend. Es ist gerade deutlich kälter geworden. Kein gutes Zeichen. Es zieht Energie ab, um einen Cataclysm zu bilden. So, noch einen. Was ist der denn? Da oben. Da, das letzte Echo. Du hast es geschafft. Das sollte es eignen. Auseinandergeflogen. Okay. Es geht los. Du hast Gesellschaft. Leertaste drücken, um aus dem Eis sich zu befreien. Hast du schon was? Ich denk nach. Okay, halt durch. Ich hab vielleicht eine Idee. Warte kurz. Alles gesichert, Owen. Gut, ich glaube, wir können es noch aufhalten. Die Reliktfragmente, die rausgeflogen sind. Schnapp sie dir und setz sie wieder zusammen. Ah, zusätzlicher Spaßfaktor. Es ist noch mehr Gesellschaft unterwegs. Ich hab was. Bring es jetzt rüber an seinen Platz. Das Fragment ist drin. Jetzt die anderen. Mach so weiter und du überlebst das Ganze. Höchstwahrscheinlich. Nicht mit Sicherheit sagen. Owen, was passiert da drin? Das Etwas hat Zähne. Eine ganze Menge. Beeil dich! Wie viele Zähne? Größe ist das wahre Problem. Das heißt? Groß! Beachtlich! Mach hin! Okay, das letzte. Dann los! Vorsicht, alles ist... möglich. Ich weiß. Ein Relikt soll mal einen Typen in Luft aufgelöst haben. Er ist spurlos verschwunden. Der hatte weniger Glück als der Freelancer, dessen Eingeweide umgestülpt wurden. Das nennst du Glück? Für den war es wenigstens endgültig vorbei. Langsam merkt's. Wie immer. Unlösbare Rätsel, die nur für Gestalter Sinn machen. Nein, Eis blockiert hier alles. Was ist denn die Zeit
davon, denn es ein. Das suche ich ja. Ihm hat das keiner gesagt. Ein Los-X. Es klappt nicht. Oh, leg dich ins Zeug. Ich hab... Wenigstens habe ich jetzt eine neue Geschichte. Damals, als ein riesiger Los-X aus einem Relikt kam und dich fast verschlungen hat. Ja, ein zeitloser Klassiker. Damit ist der Auftrag wohl erfüllt. Zurück nach Fort Tarsis. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Ich bin unterwegs. So, das war die erste Mission und jetzt werden wir auch gleich nach Fort Tarsis kommen. Das ist der Singleplayer-Hub. Es gibt nämlich sowohl einen Singleplayer-Hub als auch einen Multiplayer-Hub. Wobei, jetzt ganz ehrlich, den Multiplayer-Hub, den haben sie nach der Demo reingebaut. Der sieht halt echt so, ja, wie will ich sagen, die Spieler wollen ihn, als bauen wir schnell ein. So sieht er halt auch aus, aber ich zeig's euch gleich. So, nach jeder Expedition seht ihr hier, was ihr gekriegt habt. Welche Medaillen, wie viel Erfahrungspunkte, ich mach mal Escape, Escape und so weiter. So, freigeschaltet, neue Javelin freigeschaltet, klar. Ich kann mir jetzt meinen allerersten Javelin überhaupt erstmal aussuchen. Level 2 geworden, so, das ist die Beute, das ist jetzt das, was ich gesagt hatte. Beute wird erst am Ende der Mission offenbart. Erst dann sieht man, was man auch tatsächlich gesammelt hat. Finde ich eigentlich ganz cool. Man kann auch während Missionen kann man auch seine Ausrüstung nicht wechseln, was ich sehr realistisch finde. Also ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, du tust in so einem Kampfanzug durch die Gegend stolzieren, da kannst du ja nicht einfach mal zwischendrin was austauschen oder sowas. Das kannst du halt echt nur zu Hause, wenn du aus dem Anzug wieder rausgestiegen bist. Skeldoras, man kann das komplette Ding im Singleplayer spielen? Jein. Es ist grundsätzlich ist es als Multiplayer, als Koop-Multiplayer gedacht. Ah, jetzt kommt hier ein bisschen Sequenz. Warte mal, ich höre mal auf zu labern, aber ich erzähle es gleich weiter. So, jetzt erstellt man sich erstmal seinen Charakter. So, man hat jetzt, das ist erstmal total befremdlich, ist man von BioWare überhaupt nicht gewohnt. Normalerweise bei BioWare hast du einen Charakter-Editor mit Milliarden Möglichkeiten und hier hast du nur, wie viel sind es? 3, 6, 7, 3 mal 7, 21 Köpfe, aus denen du auswählen kannst. Ist erstmal befremdlich. Denkt man sich so, BioWare, wer hat die ausgetauscht? Aber es macht tatsächlich Sinn, weil diesen Kopf, diesen Charakter, den man hier auswählt, den sieht man sehr, sehr selten. Das Spiel ist grundsätzlich, wenn man nicht im Anzug ist, aus der Ego-Perspektive. Es ist nur, wenn man im Anzug ist, aus der Third-Person-Perspektive und auch nur dann in Story-Sequenzen sieht man sein eigenes Gesicht, wenn die Klappe, das Visier mal hochklappt. Also von daher ist das hier vollkommen ausreichend. Ich habe auch zuerst gedacht, so kannst du nichts auswählen. Aber das ist schon in Ordnung so. Das passt schon so. Da braucht man wirklich nicht mehr. Das wäre Quatsch. So, Rufsignal setzen ist natürlich der King. So. Dann schauen wir die mal. So, also, ob das ein Singleplayer-Spiel ist oder kommt jetzt noch eine Sequenz? Ah ja. Man steigt aus dem Anzug aus. Da sind wir. Zurück in Fort Tarsis. Der letzte Halt an der Grenze von Bastion. Na, wenn das nicht mein Lieblingsfreelancer ist. Ich hörte, du warst fleißig. Du weißt ja, wie das ist, Zoe. Ein weiterer Tag, eine weitere Katastrophe verhindert. Was hast du diesmal gemacht? Nichts. Meiner Rüstung geht's gut. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Willkommen zu Hause. Du solltest bei meinem Verstärker in der Enklave vorbeikommen. Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Im Gegenteil. Macht Spaß.
Komm einfach vorbei. So, jetzt laber ich mal. Also, Singleplayer, Multiplayer. Das Spiel ist grundsätzlich angelegt als Koop-Multiplayer. Es gibt für alles, für jede Mission kann man sich eine Gruppe zusammensuchen. Es gibt ein automatisches Matchmaking, mit dem man sagen kann, ich suche halt eine Gruppe und dann wird die automatisch zusammengefügt, sind maximal 4 Leute. Oder man kann halt auch sagen, ich will mit den 3 Freunden zusammen eine Mission machen. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist einer von den, ja, sie nennen es Raids. Also es wird Raids genannt, es sind aber eigentlich keine Raids, sondern eher Dungeons, wobei die Dungeons auch noch eine Stufe tiefer sind und die Dungeons kann man auch solo machen. Man kann aber grundsätzlich den kompletten Story-Modus und alles drum und dran, kann man Singleplayer machen. Meiner Meinung nach empfiehlt sich es auch, den kompletten Story-Modus als Singleplayer zu machen, weil dann hetzt keiner in Sequenzen, wo man eigentlich zuhören will, ja? Also, ihr habt ja schon gemerkt, das ist richtig geil vertont. Die Story ist auch richtig cool. Ja, nein, ich will jetzt nicht spoilern, aber das, was ich in der Ankündigung geschrieben hatte, kurze Zeit danach, als ich am Abend dann weitergespielt habe, gab es einen Plot-Twist, den ich nicht erwartet habe. Und durch den, ich will jetzt nicht sagen was, aber eine Sache in meiner Ankündigung zur Sendung heute, war damit auf einmal obsolet gewesen. Aber ich sage jetzt nicht welche. Und ich sage euch auch nicht den Plot-Twist. nichtsdestotrotz, also wirklich die Story, ganz ehrlich, sollte man alleine spielen. Das macht auch am meisten Spaß, macht auch am meisten Sinn. Man sollte jetzt aber auch wirklich keine Angst haben vor den Multiplayer-Sachen. Wie gesagt, das will ich euch gleich nachher noch zeigen. Dann machen wir mal einen Raid zusammen mit 4 anderen Leuten, mit 3 anderen Leuten zusammen. So, jetzt laufen wir aber erstmal hier durch Fort Tarsis. Nee, jetzt machen wir erstmal was ganz anderes. Ich trinke nämlich noch ein Bier und dann gucke ich mal hier. Ich habe ja so eine schöne Liste gemacht, was ich euch alles erzählen will. Da will ich jetzt gerade mal abhaken, was ich denn alles schon erzählt habe. So. Das Spiel braucht Bass, habe ich ja schon erwähnt. Richtig viel Bass. So, der kleine Freelancer. So, ein Mann wirkt dagegen wie ein wie einer mit Rollator. Ja, das ist, also das ist wirklich, also es macht unglaublich viel Spaß mit dem Anzug durch die Gegend zu fliegen und zu ballern. Also wirklich das Gunplay und das Movement, der Übergang zwischen Fliegen, Schweben, Gleiten und alles drum dran, das ist richtig geil gemacht und sie haben auch wirklich, also die Demo, die lief ja Ende Januar, Anfang Februar und seitdem haben sie gerade das Fliegen, was auf dem PC in der Demo, das ging gar nicht, also das war überhaupt nicht handelbar. Das haben sie jetzt so geil gemacht, muss man wirklich sagen, also in der kurzen Zeit Hut ab. Es war ja auch jetzt diese Woche, es kam ja gestern der Day One Patch. Und der hat einiges gebracht, insbesondere Ladezeiten, denn vorher war es echt nur spielbar mit den Ladezeiten, wenn man es von der SSD gespielt hat, weil einfach von der HDD, es macht halt einfach keinen Spaß, wenn du irgendwo reingehst und dann erstmal 1,5 Minuten Ladebildschirm hast. Deswegen habe ich auch als allererstes das Ding auf meine SSD geschoben. So, dann das Launchpad habe ich hier als nächstes. Genau, das Launchpad. Das ist der Multiplayer-Hub. Den zeige ich euch mal. Der ist hier. Nein, ist er bei dem Charakter noch nicht. Dann zeige ich euch den später. Ich will euch erstmal zeigen, wie jetzt hier so die Zwischensequenzen aussehen. Genau. Hier die Zoe, die hat mich ja eben gerade schon angesprochen. Das ist jetzt auch nichts großartig storytechnisches. Damit spoilere ich jetzt nicht, weil ich will jetzt natürlich nicht irgendwelche Nebenstorys, von denen es einige gibt, auch wirklich richtig schön gemachte, traurige, lustige, die halt alle zusammenpassen, die das gesamte Bild, die gesamte Atmosphäre in dem Spiel abrunden. Ich rede jetzt mal mit Zoe, dann seht ihr, wie so eine Story-Sequenz abläuft. So, red. Schau an, wer in einem Stück zurück ist. Zoe! Hast du mich in mehr als einem Stück erwartet? Bei dir? Ach, Quatsch. Nehme an, du hast Arbeit für mich. Es ist immer eine gute Idee, deinen Javelin nach einem Einsatz zu überholen. Was hast du diesmal gemacht? Nichts, was du nicht reparieren kannst. Schmeicheleien, hä? Huh? Da draußen muss ja ganz schön was los gewesen sein. So krass war es nicht. Auf deiner Krass-Skala oder auf meiner? Scar, Bestien, Reliktunfug. Manche Leute bleiben lieber auf dieser Seite der Mauer. Andere hingegen?
Da dir das öfter zu passieren scheint, solltest du besser vorsichtig sein. So, eine Auswahl, was nehmen wir? Vorsicht hält mich am Leben oder mein Javelin schafft das? Mein Javelin schafft das, genau. Dafür hat man ja einen guten Javelin und eine Expertin für die Reparatur. Na gut, Schleimer. Ich will ein paar Wartungschecks durchführen. Um diese Kavaliersattitüde auszugleichen, werde ich extra gründlich sein. Du bist die Beste. Weiß ich doch. So, das hat jetzt nicht allzu viel erzählt. Ach, das war jetzt gut gewesen, weil damit spoilert man wirklich keinen. Ich gehe mal hier so ein bisschen durch Fort Javelin, durch Fort Tarsis. Nee, seit, der hat ja hier noch gar nicht alles freigeschaltet. Pass mal 8. Wisst ihr was? Ich logge jetzt mal um. Ich gehe jetzt wieder auf den Hauptbildschirm. Hol mir ein Bier. In der Zwischenzeit lasse ich Musik laufen. Ne? Das kennt ihr ja von uns. Wir haben ja Musik. GEMA-freie Musik, richtig schöne Musik. Da habe ich was Neues, ein neues Lied, und zwar genau das hören wir jetzt. Ich präsentiere euch und beglückwünsche euch zu eurem Ohrwurm für die nächsten 2 Wochen. Bis gleich. Got some feelings, yeah, I'm into you. Oh my god, now what am I gonna do? Sexy, be my baby, be my lover, drive me crazy. Pause, switch focus. I'm in love, but I won't let you know this. Let go of it, and do my thing. And I know you come back like a boomerang. Let go of it, do my thing, and I know you come back like a boomerang. Like a boomerang, rang, like a boomerang, like a boomerang, rang, like a boomerang. Let go of it, do my thing, and I know you come back to me like a boomerang. Like a boomerang, rang, like a boomerang, like a boomerang, rang, like a boomerang, like a boomerang, rang, like a boomerang. Now I'm sweating, see you texting, see you typing, oh, it's exciting. Losing it, can't sweat it. I don't want you to think that I'm desperate. So I chill, hang with my friends. Or on my mind, run around my head. Let go of it, and do my thing. And I know you come back like a boomerang. Boomerang, boomerang. I let go of it, do my thing. And I know you come back like a boomerang. Like a boomerang, rang, like a boomerang. Like a boomerang, rang, like a boomerang. Let go of it, do my thing. And I know you come back to me like a boomerang. Come back to me, come back, back, back to me. Let go of it, do my thing. And I know you come back to me like a boomerang. Like a boomerang, rang, oh, like a boomerang. Like a boomerang, rang, like a boomerang. I let go of it, do my thing. And I know you come back like a boomerang. Like a boomerang, rang, oh, like a boomerang. Like a boomerang, rang, like a boomerang. Let go of it, do my thing. And I know you come back to me like a boomerang. So, da sind wir wieder zurück. Na, hat euch euer neuer Ohrwurm gefallen? Den hören wir vielleicht gleich nochmal. Voll der Ohrwurm. So, ich hab hier gerade umgeloggt erst. Bin gleich wieder bereit.
So, erstmal Pilot wechseln auf meinen großen Charakter. Willkommen zurück, Marcel. So, dann locken wir jetzt mal mit dem großen Kang ein. So, in der Zwischenzeit schaue ich mal auf meinen Spickzettel, was ich noch alles erzählen wollte. So, mit dem Launchpad, das brauchen wir noch. Klar. So. Verbinde mit Online-Services, dann gucken wir mal. Also wie gesagt, eigentlich verlief der Startbutter, weil ich an die Verbindungsprobleme vorhin, ich meine, okay, es war 7:45 gewesen. 7:45 am ersten Tag eines Online-Spiels ist natürlich immer eine kritische Zeit, aber letztendlich sind wir trotzdem drin gewesen. Es gab keinen Ruckel und gar nichts. Wir werden gleich mal gucken, wie das in einem Raid oder in einem Dungeon aussieht. So, das haben wir erzählt. So, Diablo-Style, Hack and Slash und das Loot-System. Genau, das Loot-System. Ja, das Loot-System ist wirklich, also wirklich Diablo-like. Insbesondere auf höheren Levels haben die Items Zufallsstats mit Affix und Suffix und was es da alles gibt bei Diablo und so weiter. Also 1, 2, 3 oder 4 zufällige Eigenschaften, die man sich erfarmen kann. Und ihr werdet gleich sehen, bei den Massen von Gegnern, es ist wirklich wie Diablo Hack und Slash. So, dann kommen wir zurück. So. Jetzt bin ich mit dem größeren Charakter, mit dem ich die Story schon durchgespielt habe, wieder in Fort Tarsis. Oh, oh, oh. Das wackelt ganz schön. Das wackelt ganz schön. So. Das ist der Single. Yes, was wackelt das denn? Oh, das hat ja richtig Input-Lag hier. Es war alles überrannt. Und dann ist das Relikt instabil geworden. Was ist passiert? Freelancer Wraith. Ein Freund hat's mir erzählt. Sie hat die ganze Expedition gerettet. Die Informationen, die ich gesammelt habe, werden mich Monate beschäftigen. Und du lebst noch. Das auch. Das ist auch sehr lustig. Also wenn man hier in Fort Tarsis durch die Gegend läuft, die unterhalten sich alle. Also wo man vorbeiläuft, gibt es öfters mal Unterhaltung. Man sieht hier, das sind die Sentinels. Das sind also auch quasi Leute in Javelins, aber sowas, ich sag mal, wie die Polizei, die Garde, die hier eben auf das Fort aufpasst. Also schon eher was fast schon Militärisches, im Gegensatz zu eben den Freelancern, die eigentlich wirklich Tagelöhner oder so sind. So, hier haben wir jetzt Läden. Boah, Jesus Maria. So, da gucken wir zum Beispiel mal in diesen Laden rein. Da kann man sich dann zum Beispiel schöne Ausrüstung holen. Alles nur kosmetische Dinge, die man eben, wie ihr hier seht, zum einen, also diese gelben Münzen, das ist die Ingame-Währung, die man sich nach und nach erspielt, indem man Herausforderungen schafft, Challenges, tägliche, wöchentliche, monatliche, so weiter. Dafür gibt es alles diese Münzen. Oder man kann diese Lila-Währung benutzen. Diese Lila-Währung, die gibt es gegen Echtgeld, ne? Das übliche Premium-Währung. Aber halt wirklich, wie gesagt, man kann es, seht ihr hier an dem Bild, man kann alle Sachen durch beide Währungen kaufen. Man kann sich also sämtliche Sachen auch erspielen. Man muss kein Echtgeld investieren und selbst wenn man Echtgeld investiert, sind es wirklich nur kosmetische Sachen, die man hier holen kann. Sprich, schöner aussehen. So, gucken wir uns mal ein bisschen weiter in Fort Tarsis um. So. Hier irgendwo war da. Genau, da hinten. Da hinten ist ein Radio. Also ihr seht, die Technik ist so ein bisschen zurückgeblieben. Da ist es noch, sieht eher aus wie ein Kassettenrekorder. Funkgerät einschalten. Damit hört man dann die Radiosender. Ich lasse den jetzt mal laufen. Ich hoffe, das ist einer von den Hörspieldingern. Die sind total lustig. Ich lasse das mal laufen. Prost. Aufsteigende Stern am Ermittlerhimmel, Sentinel Quincy, ist nichts ohne sein geliebtes Clowninchen. Hoppel. Wenn Menschen
verfolgt. Halten die Fässer sie fern? Was wohl da drin ist? Komm, Hoppe, wir müssen einen Experten befragen. Was ist in diesen geheimnisvollen Fässern? Wird sich Hoppe jemals benehmen? Verpasst nicht die nächste Folge von Detektiv Hoppels Mysterien. Das ist ziemlich schlecht. Aber wie euch wahrscheinlich denkt, das ist gewollt. Und so gibt es hier wirklich einige Sachen, die man sich so anhören kann. Ich piss mich jedes Mal vor Lachen. So, wen haben wir noch? Dann haben wir hier... Nein, da gehe ich nicht rein. Ich will euch nicht spoilern. Da gehe ich nicht rein. So, wir haben da hinten die Kneipe. Die Kneipe. Kneipe muss ich euch zeigen. Geht hier runter. Zack. Und dann haben wir hier die Kneipe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwas im Busch ist. Glaubst du? Das glaube ich nicht. Das weiß ich. Das hättest du einfach von vornherein sagen können. Das habe ich? Nein, hast du nicht. Du sagtest ziemlich sicher. Das ist dasselbe, wie ich weiß. Nein, ist es nicht. Doch, ist es? Nein. Also jetzt ohne Witz, diese Gespräche, wenn man da vorbeigeht oder so, ich habe noch keins gehört, was sich bei mir wiederholt hat. So. Wunderschön. Nein, ich spreche die jetzt nicht an. Ich will euch nicht spoilern, falls ihr das spielt. Gute Arbeit mit diesem Dominion-Bastard. Muss schön sein, wenn alle von deinen Erfolgen wissen. Ja. Ich bin halt eine coole Sau. So. So, was wollte ich euch hier als nächstes zeigen? Ah ja, genau, das Launchpad. Der eigentliche Multiplayer-Hub, den man nicht braucht. Es sieht so aus, als ob BioWare den einfach, also nach der Demo haben halt wirklich viele Spieler gesagt, oh, wir hätten gerne einen Multiplayer, hab ich mal. Jetzt mal ganz ehrlich, so ein Spiel lebt ja auch von Sehen und Gesehen werden. Was für Ausrüstung habe ich mir erspielt, was für fette Wummen habe ich mir bei welchem Endboss geholt und so weiter. Und das will ich natürlich anderen zeigen. Es ist nicht mehr nichts, wenn ich das selbst erspiele und dann nur für mich. Man will ja auch sehen und gesehen werden. Das ist letztendlich genau das, was World of Warcraft in Classic und im ersten Add-on eigentlich so groß gemacht hat, wirklich dieses Posen, ja. Und dafür gibt es eben einen Multiplayer-Hub, den die Spieler unbedingt wollten, und er sieht halt leider noch so aus, wirklich, als ob BioWare ihn einfach so reingebaut hat, von wegen, wir müssen schnell einen reinbauen, weil die Spieler wollen einen haben, denn letztendlich ist er ist Banane, ja. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, was erzählt der Startrahmen? Spielersuche läuft. Ja, weil letztendlich ist das eine Multiplayer-Instanz. Der sucht jetzt also ein paar Spieler zusammen, sodass ich da in Instanz von dieser Startrampe, dem Launchpad, kommen kann. So, zwischenzeitlich haken wir hier mal weiter die Liste ab. Für Leute, die es einfach mal testen wollen, die es mal einen Monat spielen wollen, es ist im EA Premier Access Pass drin, sprich, ihr könnt für 15 Euro einen Monat lang diesen Premier Access machen, dann könnt ihr einen Monat lang komplett dieses Spiel spielen und ihr könnt es auch direkt wieder kündigen, nur so als Tipp, also für 15 Euro, wenn es jemand monatlang spielen will, muss ja nicht wie viel kostet es, 60, 70 Euro, irgendwie sowas um den Dreh, je nachdem, wo ihr es holt. Müsst ihr nicht komplett, wenn ihr es mal einen Monat angucken wollt, 15 Euro und ihr könnt spielen. So, das kann man abhaken. So. Mal gucken, was haben wir hier weiter noch auf meinem Schlafplatz? Ah, nein, jetzt haben wir hier erstmal das Launchpad. Super, die sind jetzt alle. Das ist also gerade gestartet. So, da seht ihr jetzt andere Spieler. Ihr seht hier auch die verschiedenen Typen der Javelins, der Kampfanzüge. Hier diese fetten, das sind quasi Tanks. Es gibt im Moment 4 verschiedene Typen von Kampfanzügen, von Javelins. Wie heißen die denn? Storm ist der Magier, das ist, ich glaube, das da ist einer. Das ist, ja genau, das ist einer, der hat so eine Aura drumherum. Das ist quasi, in WoW wird man sagen, Magier, der halt, der Fernkämpfer, der nicht viel aushält letztendlich. Das, was ich gerade hier habe, das ist der Ranger, das ist ein Allrounder, der
kann sowohl Nahkampf als auch Fernkampf. Hört sich natürlich jetzt mal an, ja, ist ja easy, macht mir ja beides. Aber wird dann auf höheren Leveln wird der schwerer, weil du musst zwischen beidem hin und her schalten, das auch taktisch klug hin und her schalten. Also er ist nicht ohne, also wer sich jetzt denkt, oh, ich nehme Ranger, der kann ja Nahkampf und Fernkampf, so leicht ist es dann auch nicht. Dann gibt es noch den Interceptor, das ist sowas wie der Schurke, also der Nahkämpfer, der nicht viel aushält. Ja, und den Tank habt ihr schon gesehen, aber ansonsten gibt es hier eigentlich, ihr seht, dieser Hub, der ist für die Füße, er ist erstens nicht groß, zweitens gibt es hier einfach nur die Läden, die es auch im Fort Tarsis gibt. Einfach nur die Läden, das war's. Na, kann ich eigentlich fliegen? Nee, fliegen kann ich nicht. Super. Ich will da hoch. Bin ich ja blöd. Kann ich hier nicht zweimal springen? Ich kann hier nicht zweimal springen. Was soll der Kack hier? Ich meine, es ist eh für die Füße, weil wozu brauche ich einen Multiplayer-Hub? Also in der Form. Das ist halt völliger Quatsch. Also da oben kann ich dann einfach meine Missionen angehen, wie ich es in Fort Tarsis auch machen kann. Aber es ist halt Quatsch. Ich kann hier, das, es gibt noch nicht mal jetzt irgendwie RP-Sachen oder sowas. Also hier ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Natürlich, das Spiel hat noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Gar keine Frage. Es ist ein Spiel, was auf Jahre hinweg angelegt ist. Ein Game as a Service, wie es so schön heißt, in neumodisch. Sprich, sie haben jetzt erstmal den ersten Akt rausgebracht. Na, das ist der Anfang. Im März soll schon der erste Content-Patch kommen, in dem die Story weitergeht. Also ich habe jetzt für die Story, also die meisten sagen, man schafft die Kampagne so in 12 bis 14 Stunden. Dann ist man aber meiner Meinung nach schon ganz schön durchgehechtet. Dann hast du keine Nebenquests gemacht und gar nichts. Und du bist halt wirklich durchgehetzt. Ne? Und dann diese typische Streamer-Geschichte. Ich bin jetzt durch die Kampagne gehetzt. Ich habe jetzt 12 Stunden gespielt und jetzt ist nichts mehr da, jetzt kann ich nichts mehr machen. Spiel ist doof. Das ist, ich hasse diese Leute, die durch ein Spiel hetzen und es nicht genießen und sich dann wundern, wenn sie es nicht genießen, sich Zeit lassen, mal links und rechts gucken, dann sagen, echt doof. Also ich meine, die Fraktion wird mit diesem Spiel nicht glücklich, das ist klar. So, genau. Genau wo dann? Der Hub sieht wirklich mager aus. Also da gehe ich auch jetzt raus, weil der ist jetzt für die Füße. Also da müssen sie echt nochmal nachbessern. Aber, wie gesagt, dadurch, dass es als Game as a Service angelegt ist, gehe ich davon aus, dass sie das auch tun. Also sie haben jetzt, also zum einen von der Demo zum Early Access schon richtig einiges merklich verbessert und dann dieser Day One Patch, den sie jetzt in 6 Tagen dahin gezaubert haben, der hat richtig einiges gebracht. Es sind insgesamt 170 Punkte, die gefixt und gemacht wurden. Patchnotes gibt es auf Reddit und was weiß ich wo. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Die erzähle ich jetzt nicht alle. Und das waren wirklich teilweise heftige Sachen. Also in diesen 6 Tagen wirklich eine deutliche Verbesserung. So, sind wir wieder in Fort Tarsis. Serena? Scheint ziemlich seltsam zu sein. Wenn sie wirklich einen Korax ins Vorbringt, geht das in die Geschichtsbücher ein. So, dann zeige ich euch jetzt aber mal einfach mal, wie so das freie Spiel aussieht. Weil es ist ja letztendlich, es ist eine Open World. Ich kann also jetzt hier in meinen Javelin einsteigen. So, Expedition beginnen. Dann steigen wir mal ein. Das ist so cool gemacht, diese Animation, wie der da reinsteigt. Ich finde das so geil. So, dann sagen wir mal freies Spiel. Und das heißt letztendlich, ich starte das Spiel in der Open World. Kann dann zum Beispiel Weltquests und so weiter, also wie sie in anderen Spielen dann heißen, mitmachen. Ich kann aber auch einfach Schatztruhen sammeln. Ich kann von Dungeon zu Dungeon gehen. Ich habe keinen Auftrag, ich habe kein Ziel, außer halt, ich gucke mal, dass ich irgendwie jetzt so ein Open-World-Event mitnehme und euch das mal zeige, wie so ein, so ein World-Event halt aussieht. Beziehungsweise, nein, es sind keine World-Events, sondern eine World-Quest. Es gibt ja auch noch World-Events, das wird noch kommen. Im März ist ja schon angekündigt, dass diese Kataklysmen zum Beispiel und länger dauernde Events überhaupt, dass die kommen. Was erzählt denn Jan? Erzählt er?
Sagt er etwas Neues geschrieben. Okay. Hä? Nö. Bereit zum Start? Gut. Ich durchsuche den gesamten Datenaustausch nach Dingen, die wir uns ansehen sollten. Klingt gut. So, okay. Also, wir sind jetzt hier in der Open World. Insgesamt mit allem zusammen sind auch in dieser Instanz bis zu 3 Spieler. Man ist also zu viert. Das ist jetzt quasi, ich bin hier vor Fort Tarsis. Und dann stürzen wir uns mal in die Tiefe. Yay! Ja, oh, doof. Und habe ich schon erwähnt, dass dieses Spiel Bass mag? Es gibt übrigens eine Uneinigkeit im Internet über dieses Spiel, ob das Spiel jetzt Fallschaden hat oder nicht. Ich kann euch die Frage beantworten. Ja, es hat Fallschaden. Und nein, es ist nicht viel. Also wenn ich jetzt hier irgendwo runterfalle, passiert mir gar nichts. Egal wie hoch ich runterfalle, mir passiert nicht viel. Also von den Balken wird vielleicht ein bisschen weggenommen. Aber im Normalfall merkt dieser Kampfanzug gar nichts vom Fallen. Ja, es gibt Fallschaden. Ist er relevant? Nein. So, das ist die komplette Antwort. So, ich fliege jetzt mal ein bisschen durch die Open World. Guck mal, ob ich hier irgendwo auf eine Weltquest stoße. Irgendwie nichts. Also normalerweise, man sieht die Weltquests auf der Karte nicht, was von der Immersion her auch durchaus richtig ist. Oh, mein Anzug überhitzt gleich, das heißt, ich muss mal landen. Gut, es passiert nichts, wenn er überhitzt, außer dass ich eben in dem Moment nicht mehr fliegen kann. Aber dann dauert es eben einfach auch länger, bis ich wieder fliegen kann. So, das hier, das kennt ihr bestimmt aus Avatar. Zumindest sieht es so aus. Also die ganze Welt sieht übrigens sehr, sehr ähnlich aus wie die Welt von Avatar. Muss man wirklich sagen, also mit diesen Relikten und so weiter. So, jetzt gleich wieder. Okay. So, gehen wir mal in diesen Strom da rein, der bringt uns hier irgendwo weiter. Gucken. Tja, jetzt gibt es hier keine Weltquest. Unglaublich. Unglaublich. In der Zeit kann ich euch aber erzählen, es gibt, wenn man eine Mission macht, es gibt immer bei den Missionen, gibt es so gewisse Challenges, Zusatz-Challenges, die man machen kann. Ich muss eh gleich wieder landen. Dann erkläre ich euch das. Ah ja. Seht ihr nicht viel. Ah, da gibt's wieder was. Na. Also dieses Input-Lag ist echt ätzend. Es ist aber nicht normal so. Das ist deswegen, weil ich hier am Stream bin. Auf zig Quellen. Deswegen habe ich hier Input-Lag. Und zwar, diese Challenges zeige ich euch gerade hier. Nein. Was ist das? Verfolgt. Da, genau. Diese Challenges, das sind diese Heldentaten, genau. Wenn man hier auf irgendeiner Mission ist, Mission oder freies Spiel, dann kann man hier diese Sachen alle erfüllen. Was weiß ich, was haben wir hier zum Beispiel? Ausrüstungsmeister. Besiegende Gegner wird für das Besiegen von Gegnern mit Ausrüstung verliehen. Das heißt, wenn ich hier 10 Gegner besiegt habe, die Ausrüstung haben, dann kriege ich am Ende, wenn ich wieder zurück ins Vorkehre, mehr EP oder so, oder mehr Münzen oder was weiß ich. Auf jeden Fall mehr irgendwas. Je mehr Aufgaben ich erfülle, umso mehr kriege ich mehr. Oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Kommt hier jetzt meine Weltquest? Hallo. Hallo, Weltquest. Ein Scar-Lager ist in der Nähe. Das Fort hat einen Ruf zur Vernichtung abgesetzt. Wo ist sie jetzt? Ich habe keinen Marker. Weil immer wenn mein Crypto sowas sagt, dann
ist eigentlich in der Nähe eine Weltquest, allerdings sehe ich die gerade nicht. Okay, das war jetzt gerade der Rand der Karte. Ah, da ist der Marker. Dieser, seht ihr diesen lila Marker? Das ist er. Da muss ich hin. Da, Ska. Wir müssen sie vertreiben. Jetzt ruckelt es aber ganz schön. Okay, das ist dann doch zu viel. So. Und das wäre das Erste. Marcel. Na, geht das Geschütz bald mal kaputt? Alles klar. Da ist noch einer. Ah, seht ihr rechts, Waffenmeister. Jetzt habe ich so eine von diesen Herausforderungen quasi abgeschlossen. Das heißt, ich krieg Bonus, wenn ich wieder ins Fort zurückkehre. Ah, was erzählt ihr hier? Halten, aufnehmen. Was haben wir da gekriegt? Asgard-Daten und Fraktionsruf, denn es gibt drei Fraktionen, bei denen man Ruf sammeln kann und dafür dann gewisse Sachen freischalten oder bekommen Baupläne fürs Craft oder sowas. Das war's. Sie weichen zurück. Lass sie ihre Wunden lecken. So, Weltereignis abgeschlossen. Yay! Und dann gibt's auch, und das kennen wir aus Destiny, eine Truhe. Genau das Gleiche. Also der Vergleich zu Destiny ist wirklich schon berechtigt, muss man schon wirklich sagen. Aber ist jetzt auch nichts Schlimmes. Destiny 2 ist ein super geiles Spiel. So, das soll aber jetzt erstmal hier Open World-mäßig reichen. Ach ja. So Blitze gibt's hier öfters mal. Das sind irgendwelche Anthem-Hymnen-Aktivitäten, was weiß ich. So, ich gehe jetzt aber aus der Open World wieder raus. So, wie kommen wir hier raus? Karte aufmachen. Genau. F halten, um freies Spiel zu beenden. So, dann kommen wir jetzt gleich zum Abrechnungsbildschirm und der sagt mir dann, wie viel EP ich bekommen habe. So, wobei ich am Überlegen bin jetzt gleich, also ich würde hier gerne euch nochmal so einen Raid, so einen Dungeon zeigen. Ja, sie nennen es Raids, es sind im Moment die schwersten Herausforderungen. Ich spiele es natürlich jetzt auf leicht, weil, also sorry, aber mit dem Input-Lag, das kannst du knicken, wenn ich das auf schwerer spiele. Aber ich überlebe auch die Grafikqualität runterzuschrauben, weil ich hier echt zu kämpfen habe mit dem Input-Lag. So, P bekommen. So, da seht ihr diese drei Punkte. Das waren jetzt quasi diese Zusatzherausforderungen, die ich abgeschlossen habe. So, Allianzbonus. Das ist, wenn von euch noch Freunde das Spiel auch spielen, kriegt ihr auch noch Bonus. So, und das habe ich gelootet. Eine Nahkampfinschrift, Universalkomponenten. Und ihr seht auch da unten, das hat jetzt einen von diesen zufälligen Zusatzboni.
So, Expedition beendet. Ich kann jetzt wählen. Ich könnte jetzt zur Startrampe, zur Schmiede oder zu Fort Tarsis. Wir gehen einfach mal zu Fort Tarsis. Was ich total schön finde an dem Spiel, aber das ist etwas, was ich euch jetzt überhaupt nicht zeigen kann, deswegen erzähle ich euch da jetzt einfach mal drüber. Doch, ich könnte es euch schon zeigen, ich will es bloß nicht, ich will euch nicht spoilern. Die Story ist einfach nicht gehetzt. Es fühlt sich an, ich sag mal, das Spiel ist, stellt es euch vor wie eine Netflix-Serie. Und das was hier gerade ist, das ist die Staffel 1. Naja, noch nicht mal die Staffel 1, ich sag mal, das sind die ersten zwei Pilotfolgen im Moment, also so fühlt es sich an. Ja, sprich, wo die Handlungsfäden geknüpft werden, wo alles eingeführt wird. Und es wird halt regelmäßig, also so ist zumindest die Aussage von BioWare, da muss man sich drauf verlassen, oder auch nicht. Entweder man glaubt sie oder nicht, aber BioWare hat bislang selten Kack abgeliefert, außer, ich glaube, dieses eine... das eine Spiel, was sie letztens rausgebracht haben... Das haben sie irgendwie verkackt, hatte ich von vielen gehört. Gut, können sie auch mal. Aber grundsätzlich macht BioWare einen super geilen Job. Also von daher glaube ich ihnen durchaus. Beziehungsweise wir werden es auch sehen. Im März soll das erste Content-Update rauskommen. Ich bin sehr gespannt. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, die Story ist wirklich, sie ist nicht gehetzt. Sie ist, klar, man darf jetzt hier nicht erwarten, dass man hier irgendwie in Game of Thrones oder sowas mit verzwickten sonst was hin, weil es ist einfach ein Loot-Shooter mit starkem Skill-Anteil. Ach genau, das wollte ich euch noch zeigen. Diese Skills, weil bislang habt ihr nur gesehen, dass ich schieße. Hab nur gesehen, dass ich rumballer, vielleicht mal einen Nahkampfangriff oder so. Die Skills habe ich jetzt noch gar nicht eingesetzt. Die werde ich natürlich gleich einsetzen im Raid. Hab das aber noch nicht. Diese Skills, die man hat... Ich geh noch mal ins freie Spiel. Ich lade noch mal das freie Spiel gerade und dann zeige ich euch das. Mit diesen Skills, die man hat. Die sind auch von Anzug zu Anzug sind die unterschiedlich. Ich muss auch zugeben, ich habe mich jetzt wirklich auf den Ranger eingeschossen. Der macht mir am meisten Spaß und den beherrsche ich auch am besten. An dem zeige ich es euch. Die anderen Anzüge, die können andere Sachen. Die können andere Skills. So, aber zurück zur Story. Es gibt auch einen Kritikpunkt, den einige angebracht haben, nämlich eine Grind-Kritik. Und zwar, es gibt eine Stelle in der Story, wo man eine Mission erhält, dass man bestimmte Voraussetzungen, also töte 10 davon, mach 15 Kombos, mach 15 Schatzkisten auf und so weiter. Da muss ich ja grinden. Ja, und es gibt jetzt tatsächlich irgendwelche Spezialisten, die, sorry, wenn ich sage, aber blöd genug sind, für diese Grind-Quest irgendwie 2 Tage gebraucht zu haben. Diese Grind-Quest, ich habe 2 Stunden dafür gebraucht. Also wenn man sich das ein bisschen anguckt, ein bisschen geschickt vorgeht, sie haben es auch nochmal jetzt mit dem Day-One-Patch gestern, haben sie es verkleinert und erleichtert. Die Grind-Quest ist nicht mehr so hart, wie sie mal war. Beziehungsweise jetzt ganz ehrlich, diese Quest ist einfach nur eingebaut in der Story, um das freie Spiel näher zu bringen. Sprich, du sollst im freien Spiel diese ganzen Sachen erledigen. Wie gesagt, ich habe 2 Stunden für gebraucht. Ich fange an, die eingehenden Berichte nach ungewöhnlichen Markierungen zu scannen. Alles klar, lass es mich wissen. Wie gesagt, also ich habe die Sachen in 2 Stunden zusammen gehabt. Das war überhaupt kein Problem und da regt sich halt wirklich alle Welt drüber auf und hängt sich an dieser einen Quest auf, weil halt ein paar Leute zu doof waren, sie zu erledigen, ja. Aber das haben wir auch bei Spielen immer mehr. Lieber nicht viel arbeiten. Oh nein, ich will ja eigentlich gar nichts machen. Ich will ja eigentlich meine Items direkt in den Briefkasten haben, ohne was dafür machen zu müssen. Mhm. Ja, genau. Die hätten mal WoW Classic spielen müssen. Die ganzen Heuler von heutzutage. So, ich suche jetzt mal irgendwo, ob ich irgendwo irgendwelche Feinde finde. Dann zeige ich euch. Ich verliere Gespräche der Sentinels über eine Anhäufung von Ska in der Nähe. Sie wollen, dass sich das jemand ansieht. Oh, ich kann es eigentlich auch an dem Clowninchen hier zeigen, genau. So, und zwar, dieses Spiel hat Kombos. Und zwar, es gibt Angriffe. Die nennen sich
Primer und es gibt Angriffe, die nennen sich Detonator. Diese zwei Angriffstypen zusammen ergeben einen Boom. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Ich bereite also mit dem Primer erstmal das Ziel vor und mit dem Detonator mache ich dann, wie der Name schon sagt, ne? Boom, genau. So, ich habe jetzt einen Primer, das ist meine Frostgranate. So, mal gucken. So, Frostgranate. Zack. Okay, das war zu viel für das Klauninchen. Okay, ich brauche einen stärkeren Gegner, um euch das zu zeigen. So, mal gucken. Probieren wir es doch mal mit dem da. So. Wupp, der ist jetzt eingefroren. So. Mit meiner Lenkrakete, die ich dahinter jage, mache ich dann richtig viel Schaden. Wenn quasi... Das funktioniert nicht immer. Dieser... Oh, oh, oh. Der ist jetzt sauer. So. Okay, der hat halt bloß seinen Artgenossen verteidigt. Ist ja in Ordnung. Aber ihr habt das jetzt mit dem Primer und dem Detonator gesehen. Das sind diese Kombos. Das funktioniert nicht nur bei mir. Das heißt, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid, in Dungeons, Raids, ist das halt richtig geil. Wenn jetzt ein Spieler hat nur Primer, bereitet alle Feinde vor und der andere Spieler, der mäht die dann danach ab mit seinen Detonators. Das ist halt super geil. Das macht richtig Wumms. Das sind die Skills. Und dann hat jeder Anzug noch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel dieser hat hier ein Schild, den ich hier machen kann. Wenn ich in diesem Schild bin, es wirkt natürlich hier wie... Ja, wozu wirkt ein Schild wohl, ne? Schützt euch. Und eure Kameraden. Da kann man verschiedene Sachen einsetzen. Das kann man alles nicht während einer Mission machen, sondern nur in der Schmiede. Und das mit der Schmiede, das zeige ich euch jetzt. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier raus. Die Schmiede ist das, wo ihr euren Anzug individualisieren könnt. So, mal ganz kurz hier Sachen weg. Dingsen von meinem Notizblatt. Ach ja, was ich hier auch gerade noch sehe, das kann ich einfach mal so ein... nee, ich habe keine Heldentaten gemacht und gar nichts, ist alles klar. Und zwar, das Spiel hat Dedicated Server. Man möchte zwar meinen, da die Gruppengröße maximal 4 Leute sind, beziehungsweise im Launchpad in diesem Multiplayer-Hub bis zu 16 Leute sein können, dass es Peer-to-Peer-Verbindungen sind. Nein, sind es nicht. Es sind wirklich Dedicated Server und das merkt man auch wirklich, also auch jetzt, also abgesehen von meinem Input-Lag, ich habe nichts heute, kein Rubberbanding, gar nichts. Das ist echt richtig cool. Also sie haben Dedicated Server, da gibt es gar nichts. So. So, was wollte ich euch zeigen? Die Schmiede, genau. In der Schmiede könnt ihr euren Javelin individuell anpassen mit Sachen, die ihr gesammelt habt. Die Kosmetika, Waffen und alles drum und dran. So, da ist jetzt der Javelin auf dem Prüfstand. Ich habe im Moment, also ich habe schon, was heißt schon? Eigentlich nicht schon, weil dafür, dass ich so lange spiele, da sind andere wirklich schon Level 30, was im Moment Max-Level ist. Ich habe erst 2, ich bin erst Level 14. Habe trotzdem 41 Stunden gespielt, weil einfach so viel Content da ist. Rechts und links, weil, ne, das hatte ich ja schon gesagt, ne? Irgendwelche gewissen... Leute, die da durchhetzen müssen, sehen dann halt links und rechts nicht, haben das Spiel nach 12 Stunden durch. Meinen sie, haben natürlich irgendwie 80% vom Spiel nicht gesehen und sagen, der ist richtig langweilig, da kommen ja jetzt nur noch... So, egal, also es gibt den Interceptor. Das ist quasi der Schurke aus MMORPGs, würde ich mal sagen, der Nahkämpfer.
den ich hier habe. Er sieht auch ganz anders aus. So, ich bleibe aber bei meinem Ranger. So. Diesen Ranger kann man hier mit allem Möglichen individualisieren. Das ist diese Abschussvorrichtung. Da ist im Moment Faust des Berges drin. Das ist quasi sowas wie... ja, das ist diese Rakete, die ihr eben gesehen habt. Das ist mein Detonator. Das seht ihr hier an diesem Zeichen. Seht ihr, wenn dieser Stern da ist, dann sind das Detonator-Fähigkeiten. Es gibt nicht alle Sachen sind Detonator. Hier, Lenkrakete. Die Sprengrakete zum Beispiel, die ist weder Detonator noch Primer. Also die hat mit so einer Combo überhaupt nichts zu tun. Aber so könnt ihr euch halt entsprechend anpassen. Hier, das seht ihr, das sind alles Detonators. Die haben all den Stern davor. So, dann haben wir hier die Granate, habt ihr ja gesehen, habe ich im Moment die Frostgranate und die hat so einen Kreis davor und das heißt, das ist ein Primer, das ist quasi Frostgranate, bereitet den Gegner vor. Der Ranger selbst hat noch eine Besonderheit und zwar tut beim Ranger auch der Nahkampfangriff und das ist nur beim Ranger der Fall, der Nahkampfangriff ist ein Primer. Das heißt, wenn ich den Gegnern in die Fresse haue, kann es sein, dass ich sie damit quasi vorbereite, dass ein Detonator richtig zuhauen kann. Hört sich jetzt vielleicht komplizierter an, als es ist. Vielleicht erkläre ich es auch doof. Auf jeden Fall macht das unglaublich viel Spaß mit diesem Primer und Detonator. Ne? Einer bereitet vor, der andere räumt ab. So, dann haben wir hier primäre und sekundäre Waffe. Na, was kann man hier machen? Klar, hier kann ich die einzelnen Gewehre und so weiter, die ich gefunden habe, ausrüsten. Klar. So, dann habe ich hier Komponenten. Hier habe ich mittlerweile 4 Slots von 6 freigeschaltet. Zum Beispiel habe ich hier Schubdüsenbelüftung. Die bewirken, dass ich 35% was erhöht die Schwelle zum Überhitzen um 35%. Das heißt, ich kann 35% länger fliegen zum Beispiel damit. Solche Sachen passen hier rein. Oder Feuerwaffenkalibrierungskern erhöht den Schaden aller Gewehre um 25%. Und so kann ich halt 1000 Sachen finden oder auch craften, die ich in meinen Javelin reinbauen kann. So, Stärkungsausrüstung, das ist das Schild, was ich eben gesagt habe, unter dem ich stehe. Da gibt es dann halt auch verschiedene Schilde oder auch so einen Stärkungsbereich. Wenn man in dem steht, macht man halt mehr Schaden und so weiter. Macht natürlich in dem Moment Sinn, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wir sprechen uns ab. Der eine macht einen Stärkungsbereich, der andere macht ein Schild und so weiter. So, und dann habe ich natürlich das Aussehen. Oh, Bremen jetzt hat doch ein Tor geschossen. Spaß. Ja. Zeit, Eindruck zu schinden. Bremen hat ein Tor geschossen. Schade, bis eben hat Stuttgart geführt. Die kacken diese Saison irgendwie richtig ab. Na, egal. So, so, hier kommt die Individualisierung von meinem Javelin. Sprich, eigentlich das, was ich hier erwarte, was beim Charakter passiert. Wenn ich im Charakter-Editor bin, was ich aber hier bei diesem Spiel nicht habe. Auch auf verständliche Weise nicht habe. So, hier kann ich dann den Helm anpassen. Ihr seht, da gibt es viele verschiedene, die kann man kaufen, die kann man auch obwohl, ich weiß nicht, ob man die bauen kann. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Aber auf jeden Fall kann man sie kaufen für Münzen oder eben für diese Premium-Währung. Aber wie gesagt, ihr braucht, also im Moment zumindest und die Aussage war auch bislang so, man kann sich alles erspielen. Man braucht nicht die Premium-Währung. So, dann habe ich hier verschiedene Rumpftypen und die sind natürlich auch unterschiedlich, je nach Javelin gibt es da verschiedene. So, die Beine, dann habe ich hier, Moment, ich mache erstmal, ich kopiere den erstmal, weil ich will den natürlich jetzt nicht verlieren, so wie ich ihn gebaut habe. So, den würde ich gerne kopieren. So. Linio nenne ich den jetzt mal. So, Linio. An dem kann ich nämlich jetzt rumbauen, ohne meinen eigentlichen zu verändern. So, hier gibt es verschiedene Folien, die man sich mit der Zeit erarbeiten kann. Oder zum Beispiel für Vorbesteller, also Aufkleber, sag ich mal, die man hier auf die Rüstung machen kann. Seht ihr hier, ne? Ändert sich entsprechend die Textur. Kann man dann auch kaufen, wie es einem gefällt. So, dann haben wir den Tragezustand. Das ist auch sehr lustig. Man beginnt den Tragezustand mit schmutzig oder alt, weiß ich nicht, irgendeiner von beiden. Und je nachdem, je höher man kommt im Level, umso sauberere Zustände werden hier freigeschaltet. Es gibt hier alt, dann gibt es Standard. Der ist schon relativ, so, ich scroll ein bisschen näher ran. So, hier seht ihr alt.
Das ist das, was ich habe, weil ich finde, ich muss ganz ehrlich so, ich finde das eigentlich cool, dass es so alt das, weil letztendlich ich fliege durch die Gegend, ich ramponiere das Ding, ich knall mal gegen den Fels, ich werde beschossen, alles drum dran. Von daher ist es für mich realistischer, also finde ich jetzt, wenn der auch tatsächlich so ramponiert aussieht. Denn der sauberste Zustand, ich zeige euch das mal, der sieht jetzt so aus, den ich als letztes freigeschaltet habe, der ist jetzt sauber. Also es gibt dann noch ein, zwei mehr, die man dann noch mit den Leveln freischaltet. Mir gefällt aber tatsächlich der Zustand, der ramponierte Zustand besser. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Jeder kann es anpassen, wie er will. So, dann gibt es tausende von Animationen. Hier ist die Siegespose, die man machen kann. Die kann man sich auswählen. Sprich, das ist die Pose am Schluss in dem Bildschirm, wo die ganzen Sachen von der Expedition zusammengefasst werden. Die Ankunftsanimation, das ist das, was man sieht, wenn man quasi einen Level betritt, also das freie Land oder Dungeon oder sonst was. Da gibt es ein paar, kann man auch dazu kaufen. So, der macht dann hier noch zack, bumm, einmal salutieren. Habe ich jetzt nicht. So, dann gibt es noch Emotes, die man machen kann. Das kennt ihr aber auch aus Destiny, ist das allergleiche und auch von der Qualität her seht ihr sehr ähnlich die Emotes. Das ist übrigens auch total lustig. Der Lead Producer, der in den letzten Wochen sehr, sehr aktiv war auf Reddit. Übrigens auch die Devs, also innerhalb der letzten Woche. Early Access, die Devs waren auf Reddit aktiv, der Lead Producer war aktiv, die haben also wirklich mit Spielern rumdiskutiert, das war also richtig, richtig toll gewesen und ich hoffe, dass sie das auch beibehalten, waren auch sehr offen gewesen und das fand ich cool, der Lead Producer hat dann, als einer gefragt hat, hat er gemeint, ja guckt ihr denn eigentlich, was so Destiny 2 machen und so weiter und dann meinte er so, ich hab kaputt gelacht, er meint, ja, also wir gucken natürlich alles, was Destiny 2 macht. Das ist ja unser direkter Konkurrent bzw. Mitbewerber, gar keine Frage. Aber er muss zugeben, sein Entwicklerteam steht im Moment eher auf Monster Hunter World. Da muss ich sehr lachen. So, die Animation und dann Farbe. Und das ist jetzt, das ist wirklich cool. Hier kann ich zum einen, kann ich hier den Typ der Textur sagen. Moment, ich mach das mal. So, hier. So, ich habe jetzt also hier diesen Bereich primär weich. So, ihr seht, das ist jetzt hier dieser Bauchteil, sag ich mal, den man jetzt hier in der Mitte sieht. Dem kann ich jetzt hier verschiedene, naja, Texturen sind es nicht. Wie nennt man das denn? Halt Beschaffenheit von Texturen. Also ich kann sagen, zum Beispiel hier Metall, also so eine, wie heißt denn das, Wellblech-mäßig oder glattes Metall, das ist das, was ich gerade habe, Metall-Legion der Dämmerung, das ist Special-Item wegen meiner Edition. Man kann aber auch hier weitergehen, da sieht es dann aus wie Leder, wie Gummi, gehärtetes Plastik oder hier entsprechend wie ein Stoff. Nylon, das Stoff taktisch, das ist so sehr weicher Stoff, also da gibt es tausend Sachen, wie man das machen kann und dann kann man natürlich noch für diese entsprechende diesen entsprechenden Bereich die Farbe wählen, ihr seht das hier, gut, brauche ich euch nicht erzählen, das kann man halt für die gesamten Bereiche machen und so kann man sich halt seinen Javelin wirklich komplett individualisieren. Das ist das, was der eigentliche Charakter-Editor machen sollte. Aber wie gesagt, das Gesicht sieht man ja sowieso kaum. Von daher ist diese Anpassungsmöglichkeit für den Javelin, die da immens, das vollkommen ausreichend. Art, wer so. Ist der größere Held, Wettstreiter? Das ist jetzt schon die dritte Sentinel-Patrouille, die er diese Woche vor Scar gerettet hat. So. Ich räume mal gerade hier wieder mein Ding ganz auf. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das war, das war, das war. So. So, bin ich gleich wieder bei euch. Will hier gerade bloß mal meine Notizen etwas sortieren.
Okay, das haben wir sortiert. So, dann würde ich sagen, ach mein Gott, probieren wir es einfach mal. Ich gehe jetzt mit euch einfach mal in den Raid rein. Gucken wir mal. Ob das... Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Sprich, ich werde den Raid jetzt starten. Das Matchmaking-System wird mich mit drei anderen zusammenbringen. Ich mache das natürlich auf leicht, weil sonst kannst du das hier mit dem Input-Lag kannst du richtig knicken. So, Mine der Tyrannen heißt dieser Raid. Und wahrscheinlich werde ich mich wie immer, da könnt ihr euch jetzt schon mal drüber kaputt lachen, in der Unterwassersektion verfliegen. Das mache ich jedes Mal. Jedes verdammte Mal. So, los geht's. Dann seht ihr jetzt mal einen Raid. So, Matchmaking. Also, wie gesagt, will euch das jetzt zeigen, weil Skeldoras hat ja vorhin gefragt. Ist Singleplayer, Multiplayer. Also, ihr braucht vom Singleplayer keine Angst zu haben. Das ab und an Singleplayer, was man zum Beispiel für Raids oder. Multiplayer, was man für Raids oder so macht, ist geil. Es macht Spaß. Ein klein wenig verfälschend ist es auch, fällt mir gerade auf, weil wir haben letztendlich, ich habe euch ja wirklich von der Story jetzt fast nichts gezeigt, aber deswegen, weil ich euch nicht spoilern will. Da sind viel mehr Zwischensequenzen, alles, was man dann abgrast. Also auf meiner Map in Fort Tarsis sind ganz, ganz viele Marker, die ich noch gar nicht abgegrast habe von der Story her. Also es ist immer so, ich sag mal, abwechselnd. Einmal Mission draußen und dann wieder Story drinnen. Wobei die Story auch draußen weitergeht. Teilweise. So, dann mal gucken. Wahrscheinlich werden die Leute schon abgeflogen sein, wie immer, wenn ich ankomme. Ah ne, sind mit mir gelandet. Okay, los geht's. Scar und Säurewaffen. Auf die Kombination verzichte ich gerne. Das hat uns noch gefehlt, dass die Bastarde jetzt kreativ werden. Corvus meinte, sie hätten mehrere Karawanen angegriffen. Apropos Corvus, ich schalte Seth dazu. Freelancer, bist du bereit, deinen Javelin auf die Probe zu stellen? Ein ganz normaler Tag in Bastion. Was jedoch nicht normal ist, ist die Scar-Aktivität in dieser Region. Wir vermuten, dass sie dort die Säure herstellen. Irgendeine Idee, wie? Ich möchte, dass du das herausfindest und dem Ganzen ein Ende bereitest. So, erste Gegnergruppe. Ich habe das Relikt gefunden. Die Scar haben sich daran zu schaffen gemacht. Es ist instabil. Für alle Anwesenden, die nicht in Gestalterisch bewandert sind, das ist schlecht, richtig? Offensichtlich. Freelancer, du musst das Relikt eindämmen. So, also ihr seht auch, dadurch, dass ich es jetzt auf leicht habe, es braucht in diesem Raid keine Koordination. Und das ist eigentlich das, muss ich zugeben, was für mich normalerweise ein Raid ausmacht, dass man eben eine Koordination braucht. Deswegen würde ich das eher als wirklich Dungeon bezeichnen. So, wir müssen jetzt hier Echos abliefern, das haben die anderen schon gemacht. Ah, da war Loot gewesen. Loot. Epics. So, zwei sind abgeliefert. Mal gucken, dass ich auch so einen finde. Naja, wo war er denn? Da, irgendwo? Hier. Energiewerte sinken. Die erste Hälfte ist erledigt. Ja. Was ist denn jetzt so ein Teil? Da ist... Nee, das nicht. Oh. Ach, da ist er doch. Da hab ich ihn. Ja, ich hab ihn. So, ich hab das Echo. Dann bringe ich das mal zurück. Meine Mitspieler haben schon 4 Echos zurückgebracht. Jetzt 5. So, wo ist das nächste? Auch in der Richtung. Ja.
Oh, ich habe kein Signal mehr vom Echo. Das heißt, die anderen haben alle Echos eingesammelt. Kann ich wieder zurück? Überhitzt, okay. So, alle Echos abgeliefert. Eingedämmt. Gute Arbeit, Freelancer. Scheint, als hätten die Ska Eier zum Relikt gebracht. Die Eier waren mit Säure gefüllt. Vielleicht haben sie mit dem Relikt zu Waffen verarbeitet. Sehen wir uns das zweite Relikt an, um deine Theorie zu überprüfen. So. Du bist fast am Relikt. Bei diesem ist weitaus mehr los. Sieh mal, überall Eier. Deine Theorie hat Hand und Fuß. Ich klopfe mir nachher selbst auf die Schulter, aber erst kümmere ich mich um die Ska. Da ist das Relikt, was da wunderbar brummt. Habe ich schon erwähnt, dass dieses Spiel Bass mag? Hier brauchen wir jetzt 12 Echos. Boah. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen viel für meinen Rechner. So, ein Echo habe ich. Nein, kann ich. Da oben ist eins. Zwei habe ich. Dann bringen wir die mal zurück. So, sechs haben wir schon. Boah, das ist echt schwer mit diesem Infoblack. Ah, das hat er schon. Alles klar. Hauptsache einer hat's. Triaska, Freelancer! Okay, ich habe kein Signal mehr. Das heißt, im Moment sind noch keine Echos unterwegs. Ah. Ah, der hatte eben dieses Zeichen gehabt für einen Primer. Das heißt, ich könnte den dann mit einem Detonator abbauen. Habe ich natürlich jetzt bei dem Infodeck nicht geschafft. Naja, das ist schon geholt. Auch geholt. Alles klar. So, dann liefert mal ab. Okay. Gelegt eingedämmt. Ich glaube, wir... So, und da haben wir eine Kiste. Was war das? Es kam Blut. Von unten. Woher auch sonst? Ich will dich nicht runterziehen, aber ich fürchte, das ist das Ding, das die Eier produziert. Wenn wir die Quelle nicht vernichten, dann kommen die Ska wieder, um neue Waffen zu machen. Faye, finde mir einen Weg in den Untergrund. Schon erledigt. So, ich glaube, jetzt kommt diese Wasserstelle, bei der ich mich immer verfliege. Oh, Spinnweben. Mann. Hallo. Hier. Diese Tür sollte in den Untergrund führen. Wozu baut jemand eine Tür vor eine Höhle? Um etwas draußen zu halten? Oder drinnen. Da! Hast du gerade geschrien? Der große böse Corvus-Agent ist wohl kein Freund von Skorpedon. Na und?
sind ja schließlich keine Clowninchen. Bin kaum der Einzige mit einer Abneigung gegen sie. Ja. Oh, so, wo geht's lang? Jedes Mal. Hey, ich glaube, ich habe es geschafft. Ausnahmsweise mal. Ich bin begeistert. Das sind eine Menge Eier. Naja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Oder Eierschalen in diesem Fall. Darauf kann ich gut verzichten. Was ist das? Noch ein Relikt. Vorsicht, Freelancer. Es ist instabil. Ich hasse es, wenn das passiert. Was machen wir jetzt? Sammle die Fragmente und dämme das Relikt ein. So, einmal einsammeln. So, meine Mitspieler machen da das gleiche mit den anderen Fragmenten. Wenn man so ein Fragment eingesammelt hat, dann kann man nicht mehr fliegen, deswegen laufe ich hier. Haben was da der Bulle gerne? Nur noch ein paar Fragmente übrig. Loot war da. Loot muss ich mitnehmen. Ah, der hat schon. Dann kann ich hier umdrehen. Ah! Oh, Spinnenweben. Mann. Freelancer, Leerska, ich weiß, die sehen besonders mächtig aus. So, sind jetzt bald alle Fragmente da, weil dann fängt der Gemetzelsteil an. Ich sehe Loot. Zack. Was ist denn der letzte? Ah, jetzt hat einer geholt. Ich hatte gedacht, den hätte schon jemand geholt. Na gut. So, dann mal auf der Plattform. Na, na, wann kommt er denn? Wann geht denn die Show los? Hallo. Da, oder? Ja, 6 von 6. Hey, die Tür ist immer noch zu und hier sind überall Nordi. Warte einfach kurz, das müsste sich von allein klären. Müsste? Die Energiewerte stabilisieren sich. Hör noch langsam. Bleib einfach in der Mitte. Jede Einmischung führt wieder zu einem Energieschub. Oh, Energieschub. Das vergessen die meisten Spieler hier, nämlich eben genau diese Energiekerne hier abzuschießen. Die ballern nur auf die Gegner unten auf dem Boden, aber nicht auf die Energiekerne, die einfach nur nerven wie Sau. Deswegen macht das der King jetzt mal. Ihr seht übrigens oben rechts, seht ihr einen Fortschrittsbalken, wenn ihr ihn seht. Unter das Relikt eindämmen, unten rechts so weiße Dingens, die langsam wächst und zeigt an, wie lange es dauert, bis das aufgeladen ist. Ich brauche mal langsam wieder ein bisschen Munition. Das heißt, ich gehe mal hier ein bisschen Munition einsammeln.
super, dass wieder eine von diesen Herausforderungen abgeschlossen. Also diese Bonusziele. Na, gleich geschafft. Also auf schwierigeren Schwierigkeitsgraden geht es natürlich nicht so easy. Dann ist wirklich Kommunikation schon angesagt mit den anderen Spielern. Aber hier auf leicht ist das alles kein Problem. Na komm, 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 komm. Das ist doch voll. Da war's. Ich glaube nicht, dass unsere Freundin das mochte. Schade, ich werde gereist, wa? Loot! Loot nur leveln. So, weiter geht's. Es ist ruhig. Sicher nicht lange. Denk dran, es ist nur ein Skorpedon. Ein etwas größerer. Ein viel größerer? Ihr macht es nicht besser. So, und schon sind wir beim Endboss. Es wäre unprofessionell von mir, den Link zu kappen, oder? Ziemlich. Verdammt, das nächste Mal erwarte ich, dass riesiges Ungeziefer in der Missionsbesprechung erwähnt wird. Selbst Corvus weiß nicht alles. Ah! Oh. Vorbereitet, dann kann ich... Und tot ist er. Als sie gestorben ist, war verstörend. Wie viele Biere? Ja, es war halt wirklich auf leicht gewesen. Das ging jetzt schnell mit dem Endboss. Eins für jedes Bein der Tyrannen. Oh, keine Skorpedone an Spiel. Es war halt wirklich auf leicht gestellt, ne? Also wirklich dem geschuldet, dass ich hier in Bootleg hab wie die Hölle. So, dann gucken wir mal, was ich gleich von der Mission alles gekriegt habe. So, jetzt habt ihr mal ein Raid gesehen. Das ist im Moment, das sind die schwersten Herausforderungen. Die gibt es auf 6 verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die man nach und nach freischaltet. Wie gesagt, das war jetzt der allerleichteste Schwierigkeitsgrad gewesen. Heißt aber auch andersrum, dass das Spiel tatsächlich wirklich für jeden was ist, ja. Das war jetzt echt easy peasy gewesen. Es ist keiner gestorben, inklusive mir mit Input Lag. Also auch wirklich jetzt Leute, die jetzt nicht so gut sind in Shootern, überhaupt kein Problem mit dem Spiel. Und Loot, guckt euch mal an, wie viel Loot. Oh, krasse Scheiße.
Großen und Ganzen war es das jetzt eigentlich gewesen, was ich euch alles aus dem Spiel zeigen wollte. Was ich euch nicht viel gezeigt habe, sind die Dialoge, die Story-Elemente. Ich denke aber, mit den Sachen, die ich euch angedeutet habe, seht ihr, wie geil letztendlich die Sache vertont ist. Man muss aber auch wirklich sagen, man hat die Main-Story im Moment tatsächlich in so 12 Stunden durch. Es gibt dann noch Seitenstories. Wenn ich hier mal die Karte aufmache, ihr seht hier überall, wo diese orangenen Dinger sind. Da sind jetzt noch Stories, die ich weiter verfolgen kann, die auch eventuell dann in der Freischaltung von irgendwas oder in der Mission oder so enden können. Das weiß ich noch nicht. Die Main-Story habe ich tatsächlich durch, die Hauptkampagne. Wobei halt wirklich, wie gesagt, im März wird es, ist angekündigt, schon den ersten größeren Content-Patch geben, der dann diese Sache weiterspinnen soll. Insgesamt ist das Ganze angelegt, und das ist auch ganz klar von BioWare gesagt, als Living World. Das kennt ihr ja schon von Guild Wars 2, wo eigentlich die Welt die ganze Zeit sich weiter verändert, von Content-Patch zu Content-Patch. Mal wird auch mal die Hauptstadt irgendwie in Schutt und Asche gelegt. Und da bin ich gespannt. Also ich meine, man kann natürlich jetzt noch nicht sagen, und ich will das auch nicht, ich kann nicht für BioWare meine Hand ins Feuer legen, ja, die machen das und es wird geil. Das kann ich nicht sagen. Es ist definitiv noch Luft nach oben. Das ist gar keine Frage. Also 95% hat das Spiel im Moment als Wertung definitiv noch nicht verdient. Ist aber halt auch ein Spiel, was wächst. Es ist ungefähr genauso wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich von einer Netflix-Serie die ersten 2 Pilotfolgen geguckt habe. Ne? So weit sind wir im Moment. Müssen wir gucken, ob BioWare wirklich das hohe Level von erzählerischem weiter halten kann in der Geschwindigkeit, dass es nicht langweilig wird. Es ist auch, also BioWare hat auch gesagt, die Karte werden sie so 2 bis 4 Mal im Jahr vergrößern, erweitern, verändern, eben diese Living World Geschichte. Es werden auch, und das ist auch angekündigt, weitere Javelins folgen, also weitere Klassen. Im Moment, wie gesagt, gibt es den Schurken, den Tank, den Magier und den, ja, wie will ich es nennen, Allrounder, ja, den Ranger halt. Also es ist wirklich noch nicht fertig, und das ist auch für ein Spiel, das als Game as a Service angedacht ist, auch ja, jetzt alles andere als schlecht. Es soll ja nicht fertig werden. Sie haben gesagt, und das ist Autorenteam, also es sind 2 Hauptautoren, sie haben die Story letztendlich schon für Jahre im Voraus geplant. Was mich sehr hoffen lässt auf eine richtig geile, konsistente Storyline, die man jetzt schon merkt. Wie gesagt, ich habe also dieser geile Cliffhanger, ich kann es euch nicht sagen, nicht Cliffhanger, Quatsch, Plot-Twist, der eigentlich schon mein Ankündigungsposting für die Sendung Lügen gestraft hat, sage ich euch jetzt aber nicht, ihr werdet es noch rausfinden. So, was will ich euch noch erzählen? Was habe ich denn jetzt hier noch aufgeschrieben? Ach ja, was für den ersten Content-Patch, was angekündigt wurde Ende März. Also zum einen, also an Features jetzt. Vanity-Chests werden kommen. Sprich mit kosmetischen Sachen, die man in der Wildnis finden kann. Und die Story-Missionen werden wiederholbar. Ich hätte euch jetzt nämlich heute gern die eine oder andere Story-Mission nochmal gezeigt, die jetzt vielleicht nicht allzu viel verrät, aber dass ihr mal seht, wie diese Story-Missionen aussehen. Also im Groben und Ganzen wie diese erste, bloß schon noch ein bisschen mit mehr Story. Angedacht, der erste große Content-Patch für Ende März. Ja gut, sagen wir mal wohlwollend, es wird April. Ups, Verzeihung, habe ich da gerülpst? Sowas. Entschuldigt bitte. Dann, was ich auch interessant finde, was ich auch gelesen habe, an Crossplay wird derzeit tatsächlich gearbeitet. Ja, also es gibt da auch eine offizielle Aussage zu, und die offizielle Aussage ist, also an technischen Hindernissen haben wir keine mehr fürs Crossplay. Was bei mir zwischen den Zeilen gelesen heißt, Sony zickt mal wieder, ne? Kennen wir ja beim Crossplay. So, was haben wir noch weiter hier, was ich auch so, genau, offizielle Aussage vom Lead Producer ist auch, vom technischen Gerüst des Spiels her, ist es so angelegt, dass wirklich Erweiterungen sehr leicht angelegt werden können, und nicht nur Erweiterungen, sondern dass auch die Welt dynamisch geändert werden kann. Es ist ja, also, wenn ich mich daran erinnere, als
als Blizzard die alten Königreiche in World of Warcraft fliegbar gemacht hat. Ich weiß noch, wie sie da gejammert haben, wie viel Arbeit das ist und bla und Dingens, eben weil sie alles so starr und hardcoded hatten. Und das ist eben laut Aussage des Lead-Producers, das technische Gerüst von diesem Spiel hat das nicht, sondern das technische Gerüst ist wirklich dynamisch. So, was haben wir weiter? Ja, über das Endgame kann ich euch leider noch nicht viel sagen. Letztendlich, das, was ich gelesen hatte, ich meine, ich habe erst gestern Abend habe ich die Kampagne beendet, von daher kann ich wirklich noch nicht viel über das Endgame sagen. Was ich gelesen hatte, war, es wird dynamische Missionen geben, die sich zusammensetzen aus diversen Elementen, wovon ich aber ausgehe, dass es auch mit der Zeit mehr werden. Im Moment, ich hatte schon mal 2, 3 von diesen dynamischen Missionen gehabt. Also man merkt nicht wirklich, wenn man nicht darauf achtet, dass die dynamisch sind, weil sie sind auch vertont, wirklich komplett vertont mit Erzählungen, allem drum und dran und auch tatsächlich abwechslungsreich, wobei sie, ja, es sind schon im Moment, ich sag mal so eine Handvoll Typen von Missionen, die aneinandergereiht werden, das merkt man schon. Das ist man, ein Läufer, der wird dann halt mal von der einen oder von der anderen Gegnergruppe angegriffen, aber letztendlich ist die Quest die gleiche oder sowas, ne? Solche Geschichten halt. So, und damit kommen wir aber auch langsam zum Ende. Wenn ihr also noch irgendwelche Fragen habt, ich laber jetzt noch so für ein halbes Bier, würde ich sagen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt mir die im Twitch-Chat, im Discord oder auf Telegram. Und dann beantworte ich euch die gerne. Ansonsten laber ich jetzt euch noch ein bisschen voll. Sag mir nochmal Prost. Moment, wenn schon, dann mit Ausblick auf den Javelin, ne? Hier, da. Könnt ihr mal gucken. Von vorne sieht er so... da. Von vorne sieht er so aus. Und da seht ihr auch, hier ist das Visier hochgefahren. Und dadurch sieht man dann in einigen Story-Sequenzen, sieht man dann hier, wo das Visier hochgefahren ist, das Gesicht, was man am Anfang halt ausgewählt hat. Seht ihr auch das Gesicht im Bild von der Ankündigung. So, was erzähle ich euch denn jetzt noch? Prost erstmal. So. Ach ja, genau, was ich total lustig fand, was ich kurz vor der Sendung gelesen habe. Und zwar gibt es eine Analystenumfrage. Macht man logischerweise bei so Spielen so, wo dann irgendein Analyst sagt, ja, Electronic Arts wird irgendwie XY-Anzahl Copies von diesem Spiel verkaufen. Das Lustige war, obwohl wirklich, also es gibt wirklich einige Fachpressen, die sich drauf eingeschossen haben. Also ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber wirklich, also hier, sorry, aber dieses Spiel mit 55% zu bewerten. Ich meine, ihr habt es gesehen, ja. Ihr habt natürlich jetzt nicht alles gesehen. Ihr habt jetzt, na, wie viel haben wir? Na, 2,5 Stunden haben wir doch schon auf der Uhr. Ihr habt aber so ein bisschen Einblick gekriegt. Jetzt ehrlich, also hallo, 55%? Ich meine, mit welcher Rechtfertigung kann ich da überhaupt noch von fachlicher Kompetenz reden, ja? Und das ist jetzt keine rosa Brille, aber 55%? Ich meine, hallo? So, genug gerantet. Auf jeden Fall, diese Analysten haben diese Umfrage gemacht, halt, um herauszubekommen, wie viel könnte denn Electronic Arts damit verkaufen? Das Interessante dieser Umfrage ist, die Analysten haben sich tatsächlich offen darüber gewundert, dass tatsächlich jeder vierte Konsolenspieler dieses Spiel holen möchte. Und damit haben sie nicht gerechnet. Mit diesem Zuspruch haben sie nicht gerechnet, weil die so-called Fachpresse das Spiel einfach zerrissen hat. Aber war wahrscheinlich wieder mal eine Sau, die durch das Dorf getrieben werden muss. Wie gesagt, es ist noch Potenzial nach oben offen, keine Frage. Es steht und fällt mit den nächsten Content-Patches. Wenn da jetzt nichts kommt, dann war es das gewesen und ich habe meine mittlerweile über 40 Stunden Spaß damit gehabt. Und die habe ich auch tatsächlich gehabt und das war es dann auch wert gewesen. Oder es wird wirklich über Jahre hinweg ein geiles Spiel, so wie es auch Destiny war, wie es Division fand ich jetzt gar nicht so war. Muss mal gucken, wie Division 2 wird. Ansonsten, also von euch kommen jetzt hier keine Fragen mehr, dann mache ich jetzt gleich Feierabend. Ich habe noch 2 offene Fragen. Und zwar frage ich mich 2 Sachen. Erstmal mache ich hier
den Ton vom Spiel aus, wenn ich jetzt gleich abspacke. So, Moment. So. Das ist mein Ton vom Spiel aus. So, letzte Chance für euch, noch irgendwelche Fragen zu stellen. Keine Fragen mehr. Okay, dann habe ich jetzt zwei Fragen, die ich mir auch tatsächlich noch nicht beantworten konnte. Vielleicht findet ihr ja irgendwann mal eine Antwort oder vielleicht finden sie auch so interessant die Frage, dass ihr das Spiel euch selbst holt. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall ein bisschen Spaß gemacht und euch das Spiel ein bisschen näher gebracht. Aber die zwei Fragen, die ich habe. A. Was macht der Javelin-Pilot, wenn er mal aufs Klo muss? Und B. Wie kommt er eigentlich aus dem Anzug wieder raus? Man sieht nämlich nur Sequenzen, wie er in den Anzug einsteigt. Man sieht nirgendwo, wie er rauskommt. Also ich stelle mir das extrem schwer vor. Na gut, mit diesen zwei Fragen lasse ich euch in die Nacht raus. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, wie gesagt, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das Spiel näher gebracht. Wenn ihr noch Fragen zum Spiel habt oder auch was weiß ich, schreibt mich an, schreibt uns an. Wir sehen uns tatsächlich im Bälde wieder. Wir waren ja ein bisschen ruhiger gewesen mit Linio, hatten ja in der letzten Zeit sehr wenig Sendungen gehabt. Marcel und ich haben aber schon drüber gesprochen. Wir sehen uns im Bälde wieder. Guckt mal so ein bisschen um Ostern rum. Und dann kommen wir vielleicht wieder zu alter Frische. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Ja, bleibt stark. Bis demnächst. Tschüss.